Das sogenannte Internet befriedigt heute unsere Bedürfnisse nach Informationen aus dem privaten Bereich. Die kunterbunte Welt der Bits und Bytes ermöglicht täglich hunderten Menschen den digitalen Austausch. Auf sogenannten Social Networks wie Twitter, PewTube oder Knuddels.de geben sich moderne User aus der ganzen Welt ein Stelldich ein. Kommen Sie mit uns auf eine Entdeckungsreise in die Welt der digitalen Identität. Doch Vorsicht! Mitglied in einem Social Network zu sein, birgt auch Gefahren und ist nicht nur ein Wunder der Technik. Lassen Sie uns einmal schauen, wie schwierig es früher war, fremde Menschen kennenzulernen. Hallo, mein Name ist Dieter Müller. Ich bin IT-Systemadministrator und bin 36 Jahre alt. Meine Hobbys sind Masturbieren und Heavy Metal. Und wer bist du? Ja, das waren früher noch schwierige Zeiten, als man noch nicht das Internet zu nutzen wusste. Aber mit Facebook und Co. hat das starke Geschlecht die Möglichkeit, es anders zu machen. In Ihrem persönlichen Internetprofil können Sie nur die Dinge angeben, die Sie andere auch wirklich wissen lassen wollen. So entsteht ein wesentlich besseres Bild Ihrer Persönlichkeit. Gefällt mir. Wie alle modernen Technologien birgt das Internet allerdings auch die Gefahr des Missbrauchs. Durch sogenannte Leaks oder Malware-Attacken können Viren und Trojaner im WWW Schindluder mit ihren persönlichen Informationen treiben. Gefährliche Datenkraken oder sogenannte Googles können möglicherweise ihre persönlichen Daten an dubiose Abmahnanwälte oder die GEMA weiterverkaufen. Angstwort: Identity Theft. Seien Sie also immer vorsichtig, was Sie wo schreiben. Aber keine Angst. Werden Sie Mitglied in einer modernen Gesellschaft im Internet, loggen Sie sich im sozialen WWW ein. Denn die Zukunft ist jetzt. William Kohn? Ja? Sie sind festgenommen wegen zu viel Internetkompetenz. Auf Wiedersehen und bis bald beim nächsten Ratgeber Internet. Dann mit dem Thema Zankapfel, Urheberrecht bei Kinderpornografie. Was ist erlaubt, was nicht? Bis bald im Cyberspace. Jesus. Ironie funktioniert nicht bei Gesichtsbehaarung und Sehhilfen. Herzlich willkommen zu Roche und Böhmermann. Ist auch meine Meinung. Jetzt geht's aber richtig los. Jetzt? Müssen wir eigentlich aus dem Bild rausgehen? Ja. Ja. Gehen wir raus. Hallo, schön, dass Sie alle da sind bei ZDF Kultur und im Internet. Wir haben heute eine ganz besonders tolle Sendung vorbereitet, lieber Cyberspaces da draußen. Eine ganz tolle multimediale Internetsendung, weil wir absolut inkompetent sind. Was das angeht, haben wir uns ein bisschen Hilfe geholt. Einen warmen Applaus für unsere Assistentin heute Abend, die bezaubernde Ines! Ines!
alles genau heute mit uns vorhat, stellen wir unsere Gäste hier am Tisch vor. Der erste Gast, dem habe ich tatsächlich die Frisur nachgemacht, ist mir gerade aufgefallen. Und er knallt nur jüngere Leute. Rolf Eden. Danke, danke. Unsere zweite Gästin ist die einzige Frau im gesamten ZDF, die sich mit Internet wenigstens ein bisschen auskennt. Das war Grund genug, sie einzuladen. Janine Michaelsen. Er macht eine extrem coole Sendung bei ZDF Neo. Wild Germany heißt die. Manuel Möglich. Er ist Strafverteidiger, Law-Blogger und er weiß, wann man mit der Polizei besser nicht reden sollte. Udo Vetter. Ja. Ich bin Schalke-Fan. Ich freue mir den Arsch ab, dass der heute da ist. Der hat nämlich mal da gespielt. Hans Sapai. Und nicht zu vergessen, Hans Sapai, natürlich auch Internetphänomen, deswegen auch heute absolut herzlich willkommen in unserer Sendung als Internet, das Internetphänomen Hans Sapai. Ines, danke. Heute haben wir bei Rausch und Böhmermann eine ganz besondere Sendung, eine multimediale Sendung, eine interaktive Sendung. Das heißt, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten, also wenn Sie uns im Internet sehen oder im Fernsehen, Sie können sich heute beteiligen, aktiv zum allerersten Mal. Sie können uns erreichen über Twitter, ist das richtig? Korrekt. Über Facebook sind wir zu irgendwie, und du chattest auch während der Sendung mit den Leuten? Gerne. Haben Sie Internet, Herr Ehn? Ja, habe ich, aber ich weiß nicht, wie man damit spielt. Keine Ahnung. Ich glaube, Herr Eden und ich sind die Einzigen, die Internet nicht nutzen. Ja, aber du schreibst Sexbücher und Herr Eden ist irgendwie auch so ein bisschen into Sex. Und das ist ja im Grunde genommen die Basis des Internets. Also deswegen, der Grund ist praktisch, ja, ne? Sex. Ja. Nichts mit Buch hier. Praktisch. Sie sind Praktiker und Charlotte ist Theoretiker. Ja, ich bin nur eine Maulhure. wo wir gerade bei dem Thema sind, dann lass uns doch einfach mal gucken, was Herr Eden in seinem Leben sonst noch so angestellt hat. Das ist der Einspieler für Herrn Eden. Hallo. Ja, wir haben Rolf Eden eingeladen. Den dauergeilen Abschlepper, Lebemann, Sugar Daddy Rolf Eden, der schon mit über 1000 Frauen gebumst haben soll, der auf Miezen unter 30 steht, aber nicht mit sich selber schlafen würde, weil er sich zu alt fände. Nun, 82 ist ein beinahe biblisches Alter für einen Schwerenöter. Aber in einem derart langen Leben hat Rolf Eden eben auch etwas mehr gemacht als gebumst. Der als Rolf Shimon Eden in Berlin geborene Jude Rolf Eden flüchtete mit seiner Familie 1933 vor den Nazis nach Palästina, ging mit 14 von der Schule ab, arbeitete als Musiker, kämpfte 18-jährig unter Yitzhak Rabin in dessen Eliteeinheit im ersten arabisch-israelischen Krieg, lebte als Musiker in Paris und ging 1965 zurück nach West-Berlin, weil die Stadt 6000 Mark Heimkehrprämie zahlte. Rolf Shimon Eden war The Man in der Berliner Nachtclub-Szene der 50er und 60er Jahre, Immobilienhai, Geschäftsmann, Schauspieler und unverbesserlicher Womanizer. Rolf Eden. Warum haben wir das alles bislang eigentlich nicht gewusst? Danke, danke. Haben Sie gemerkt, dass sich die Wahrnehmung von Ihnen etwas geändert hat seit diesem Kinofilm, der jetzt lief? Ich habe so viele positive Sachen im Feuilleton über Sie gelesen. Ja, viele Leute fragen mich, sag mal, stimmt das alles, diese guten, fantastischen Sachen, die da über dich im Film gezeigt wurden? Denn das war ja nur ein Dokumentarfilm, nicht? Ja. Und wir haben ja fast ein Jahr viele Leute befragt, die mich so im Laufe meines Lebens kennengelernt haben und mit mir heute noch viele noch Kontakte haben. Und dieser Film, der heißt Big Eden und der war in Berlin zumindest, vielleicht auch woanders, im größten Kino Paris war er 8 Wochen zum Beispiel, hat einen Riesenerfolg gehabt. Und vielen anderen Kinos auch noch. Und ja, und wir machen jetzt einen neuen Film, aber diesmal mit Schauspielern. Waren Sie denn immer schon so ein Bumser oder hat sich das irgendwann einfach so, haben sich einfach irgendwann geändert? Oder waren Sie schon als 18-Jähriger? Wieso, was ist denn? Ja, ich will ja. Also ein hochinteressantes Thema, also ich lausche gebannt. Ja, mein Anwalt, ja. Ist das wirklich so? Ist der Fette Ihr Anwalt? Nein, aber er wird es werden, wenn das hier zu anrüchig wird, dann kann er dann viel Geld verklagen. Wann sind Sie Playboy geworden?
Playboy wird man geboren, da kann man nichts tun. Aber oh. Ja, das ist so. Das also Sie ist, waren immer ein Bumser, kann man so sagen. Das ist wie ein Komponist oder ein Musiker oder ein Schriftsteller. Das ist man oder ist man nicht. Können Sie sich bei den vielen 100 Frauen, mit denen Sie jetzt schon geschlafen haben, überhaupt noch an, sagen wir mal so, ein oder zwei besonders schöne Begebenheiten erinnern? Also wissen Sie noch, was war der beste Sex, den Sie jemals hatten? Ja, das ist natürlich, ich hatte so viel Sex, ich kann jetzt nicht sagen, welcher der beste war, weil die meisten Sachen waren fantastisch. Und aber ich habe ja jetzt eine junge Dame, das ist meine Freundin, die Brigitte, und da haben wir viel, viel Spaß. Ist wirklich, wie alt ist sie denn? Ah, die ist das Problem, die ist schon alt, die ist 30. Aber diese unter 30 Geschichte, ist das immer schon so? Haben Sie immer schon unter 30? Sie sagten, unter 30 geht nicht oder mit 30 jetzt. War das immer schon so? Durften die nie älter als 30 sein oder waren Sie mal Kulanten und haben gesagt, oh ja, 35, wenn der Arsch Ausnahmen, aber ganz wenige. Ja, aber da waren Sie betrunken, ne? Die meisten waren so zwischen 20 und 25. Was ist denn Ihre Spezialität? Können Sie eine Sache am besten? Anal oder Fisten? Können Sie besonders Missionarstellung? Also ich versuche, wie ich glaube, jeder kluge Mann soll das machen, sich wirklich der Dame anzupassen, damit man erstmal ein bisschen guckt, was hätte sie vielleicht und auf was steht die. Das heißt, Sie lieben auch wirklich die Frauen? Na ja, ich möchte sie natürlich auch befriedigen und ich möchte, dass sie zufrieden sind. Vor allen Dingen sollen sie auch wiederkommen. Und und deswegen muss man vorher so ein bisschen streicheln hier und da. Und, läuft das denn wirklich nur über Sex oder ist da auch noch, also dass die Damen sich dann finanzielles versprechen von Ihnen? Also ich weiß nicht, was Sie sich versprechen, aber Geld gibt es bei mir nicht. Ich nehme Geld, aber geben tue ich keins. Ah, Sie schlafen mit Frauen gegen Geld? Nein, das sollte nur Spaß sein. Haben Sie denn irgendwie so eine gute Masche, die immer funktioniert bei Frauen? Ja, also meine Masche ist, kann man nicht sagen, immer dieselbe. Ist immer, ich muss mich natürlich ein bisschen anpassen. Ich hatte jetzt eine kleine Geschichte mit einer Dame. Das Sie jetzt hier Backstage, oder was? Nein. Wer war das? Hanna oder Sarah? Eine von beiden. Wir hatten in den Blick, also es war da einfach nichts. Ja, nee. Hier war ich noch ganz artig, ist nichts passiert. Aber ganz ehrlich, Herr Ehn, wenn Sie mir die Geschichte erzählen würden, dass Sie als junger Mann, als Soldat bei den Israelis unter Yitzhak Rabin gekämpft haben, dann hätten Sie mich eigentlich auch schon so gut wie im Kasten. Warum benutzen Sie das als Masche, um Frauen rumzukriegen? Nein. Sind das eher Frauen, die das weniger interessiert? Erstens weniger interessiert, außerdem ist das so lange her, dass die meisten Kinder von heute, die heute 17, 18 oder 20 oder 25, die wissen das gar nicht mehr, wer Rabin war und dass da 1948 dieser Krieg war zwischen Israel und den Nachbarländern. Nee, das würde ich heute gar nicht mehr in irgendeiner Weise auf den Tisch bringen. Nein, es ist ganz moderne Sachen wie gnädige Frau, darf ich sie im Rolls-Royce spazieren fahren? Aha, guck mal an. Da hattest du noch kein Rolls-Royce, oder? Wann denn? Beim allerersten Mal? Nein, da war ich 14 oder 15. Da hatte ich gar nichts, außer meinen Charme. Lassen die sie denn rein in die Locations? Also ich stelle mir vor, sie kommen da jetzt in eine Diskothek. Gibt es da keine Altersbeschränkung nach oben? Aber ist doch Rolf Eden. Überall, aber ich bin so bekannt in Berlin. Das ist der Vorteil. Außerdem hatte ich ja selbst 6 Betriebe, alle am Kurfürstendamm. Ich hatte in Berlin 30 Jahre einen Playboy-Club, ein wunderschöner Club mit Swimmingpool und mit Tischtelefon und viele andere und Go-Go-Girls. Tischtelefon ist gut. Warum haben wir eigentlich kein Tischtelefon? Das frage ich mich auch. Wir haben diesen Knopf hier höchstens in der Mitte. Der Herr Eden, ich habe mal so eine Mädchenfrage. Sind Sie denn noch verliebt? Ich habe nicht verstanden. Sind Sie noch verliebt, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt so eine wundervolle, steinalte Frau? Sind Sie? Wirklich? Ja, das interessiert mich. Interessiert es sehr. Ich bin so verliebt, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht war. Ich habe diese Dame vor 7 Jahren kennengelernt. Und wir leben jetzt schon ein Jahr zusammen in meiner Wohnung. Auch das erste Mal mit einer Dame zusammen. Und die Liebe brennt, also sie fehlt mir jede Minute. Das jetzt ist so das erste Mal? Richtig verliebt, ja. Ich war schon oft. Es gibt noch Hoffnung. Hey,
Ines, gibt es schon die ersten Liebesanfragen für Rolf Eden? Ist ja, schon was gekommen? Rolf Eden ist gerade most wanted. Also Sie kriegen auf der 1 bei Twitter, ne? Auf jeden Fall. Trending Alle Topic. Wollen 1000 Fragen an Rolf Eden stellen. Ja, aber fragen wir gleich. Aber erstmal, okay. Es ist schon mal gut zu wissen, dass die Community glüht, Herr Eden. Die Community glüht. Liebe, das war jetzt sehr unnötig, habe ich dich abgewürgt. Gar nichts, ne? Nö. Ist auch eine Frage, die mich interessiert. Es aber war aber auch voll schön, auch was er gesagt hat. Du hast nur nicht zugehört. Nee, konnte ich nicht, weil ich mich darauf konzentriert habe, die Anmoderation für die Einspielmatz von Janine Michaelsen mir im Kopf zurechtzulegen, die das bereits war. Hier ist die Einspielmatz. Die ZDF-Twitter-Expertin Janine Michaelsen hat keine Ahnung von Twitter. Diese Behauptung führe ich nicht weiter aus. Jeder, der möchte, kann einmal im Internet nachschauen, was ich damit meine. Aber von Bühnendarstellungen hat die 30-jährige Mutter einer Tochter namens Zö Ahnung. Beziehungsweise, sie hat ein Diplom als Bühnendarstellerin von der Stage School of Musical Dance and Drama. Die sehr gut Spanisch sprechende Fleischesserin behauptet von sich, dass sie täglich 8 bis 10 Stunden online sei. Also in diesem neumodischen Internet, von dem zurzeit alle reden. Das ist womöglich noch ein Überbleibsel ihrer Zeit bei Ehrensenf, jener legendären Internetshow, in der sie der unvergessenen Katrin Bauerfeind als Präsentatorin nachfolgte und bei der sie im Übrigen auch das Moderieren erlernte. Damit wäre in etwas mehr als 140 Zeichen eigentlich schon fast alles über Janine Michaelsen gesagt. Die Bild-Zeitung meint übrigens, dass man von ihr bestimmt noch viel sehen wird. Und wenn die Bild-Zeitung das sagt, dann stimmt das auch. Ich finde, es gab nach diesem komischen Usedom-Unfall während der EM, da kannst du ja nichts für. Ne? Meinst du die ganze Veranstaltung oder nur das, was da passiert ist? Nee, nur so die Bühne und warum und die Insel da waren. Und die Menschen auf der Insel. Für Usedom selbst kannst du ja nichts. Du kannst ja nichts und dafür. Und das Twittern. Und das Facebook. Und das war so gemein, weil jedes Mal, wenn Shitstorm du aufgetreten bist, du hattest, ich schwöre, du hattest doch eine bessere Maskenbildnerin als die anderen. Das war so gemein. Du hattest immer deinen Auftritt und du hattest immer so mehr Sonne im Gesicht. Du warst schöner geschminkt, aber ohne schönere Haare. Und du hattest immer so eine eigene kleine Windmaschine, die immer so in Zeitlupe die Haare so um den Hals gewickelt hat. Alle waren in dich verliebt. Wenn man von McDonald's vor jeder anderen Fastfood-Kette diese kleinen... Man kann bei uns McDonald's sagen. Es gibt nur McDonald's. Okay. Das ist auch ein sehr guter Laden. Sehr gut, sehr gut. Kauft nur von McDonald's. So eine kleine Windmaschine. Nee, ich hatte tatsächlich rein technisch einfach Schwein, weil ich stand denen gegenüber. Und immer dann, wenn ich dran war, stand die Sonne mir ins Gesicht und die standen halt mit dem Rücken zur Sonne. Das war einfach nur Pech. Unsere Internet-Expertin Ines ist am Tag 12 Stunden im Internet, also ein bisschen länger als du. Gibt es schon Reaktionen von Twitter? @RonaldMcDonald fragt Janine, ob du mal mit Jan ein wenig pumpen gehen würdest, weil er doch so schmächtig aussieht. Und du? Du hast wahnsinnige... Ja. Du bist echt trainiert, du hast so ein Britta-Steffens-Kreuz. Also jetzt nicht, also im besten Sinne, das ist... Bist du... Ex-Schwimmerin? Nee, ich weiß, genau. Ja, aber ist das unsensibel, wenn man das Frauen fragt? Ich glaube schon. Ein bisschen, aber mach nichts. Nee, aber du siehst, ich habe Angst vor dir. So rein. Das ist auch richtig so. Entschuldigung, ich bin 1,20 groß, da kann man auf jeden Fall Angst haben. Das stimmt nicht, du bist über 1,20. Der Jan ist sehr, sehr unsportlich. Das macht einen total wahnsinnig, wenn andere Sport machen. Das tut mir leid. Aber du machst Sport, ne? Ja. Bei Woman Fitness oder irgendwie? Nein, ich gehe nicht so gerne ins Fitnessstudio. Laufen? Ich war mal, das habe ich, nee, laufen finde Yoga. Ich voll blöd, nein, Yoga. Auch kein Yoga. Ja, dann sag doch mal was. Nee, so alles das, was so passiert. Also ich mache so eine tolle Extremsportsendung. Ja. Bei welchem Sender? ZDF Neo? Nein, ZDF Info. Info. ZDF Info gibt's auch? Ja, sicher. Was ist das denn für ein Scheiß? ZDF Info, kannst du mal kurz gucken? Ja, Twitter das. Wie wird das geschrieben? Wie man spricht, glaube ich. Genau. Und da muss man, so aussehen, deswegen bekomme ich Tabletten, damit sich das aufpumpt und glaubwürdig diese Sendung moderieren kann. Nein, ich war jetzt gerade in Frankreich ein bisschen Wellenreiten. Das war sehr schön und das macht dicke Oberarme. Echt? Ja. Nicht so dicke wie deine. So schnell oder wie? Das ist vom Wellenreiten. Ohne Segel? Was machen denn die Arme paddeln. Beim Wellen? Paddeln, so. Rauspaddeln. Eklig. Ah. Ja. Ja, also doch schwimmen irgendwie. Ja, irgendwie schon. Ich bin aber früher auch mal schwimmen geschwommen, ohne da Beine. Das Kreuz. Ja.
Schwimmen ohne Beine, Beine aufs Brett. Und ja, das, genau. Gibt aber einen knackigen Arsch, weil du musst die Arschbacken zusammenkneifen und dann... Wichtig, knackiger Arsch ist egal. Wie kriegt man die Pickel vom Arsch weg? Das war ein Thema letztes Mal. Ja, ohne Quatsch. Michaela Schäfer war da und hat mich so verrotten lassen. Ich konnte die ganze Nacht nach der Sendung letzte Woche nicht schlafen. Weil du so einen großen Pickel am Arsch hattest. Nein, ich wollte sie immer nach den Beauty-Geheimnissen fragen. Ich wollte positiv fragen und nicht so feministisch zickig sein und sagen, tun's das nicht an, operier dir deine Brüste nicht und so, sondern ich wollte sagen, wie kriegt man so schöne Haut am Po und so. Also wenn ich mal was sagen darf, ich habe eine Mandantin aus der Filmbranche, die hat den Vertrag verloren, weil sie da an der Stelle einen Pickel hatte und nicht in HD filmen konnte. Das gibt's. Oh. Aber die ist nicht bei ZDF Info und auch nicht bei ZDF Kultur. Da muss sie bei ZDF Neo sein, denn nur dort laufen solche Filme. ja, aber ganz tragisch, ganz tragisch. Kostet richtig Geld. Und wie hat das dann... Gibt's auch einen Fetisch dafür? Ich meine, das gibt ja für alles. Für Arschpickel gibt's keinen Fetisch. Nein. Ganz sicher. Es gibt nichts, das ist nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den auch habe sogar. Du hast einen Arschpickel-Fetisch. Manuel Möglich kennt sich aus mit den krankesten Sachen. Ja. Erzähl mal von diesem einen mit dem Identity, Integrity, Body-Dingskirchen. Wenn der Wunsch zur Amputation so groß wird, dass man sagt, ich möchte meine gesunden Beine verlieren, weil ich dann erst gesund bin. Ja, das hast du gedreht? Das habe ich mit meinen Leuten gedreht, genau. Da haben wir einen Film drüber gemacht unter anderem. Und das Beeindruckende ist, man denkt ja erstmal, wie du gerade sagst, oh, das klingt ja totalen Freaks und krank, aber wenn man mit den Leuten dann redet, merkt man, dass sie eigentlich, also der Mann sitzt jetzt seit 2 Jahren im Rollstuhl und kann auch nicht mehr gehen, weil er keine Muskeln mehr hat und dem geht es gut. Ich habe schon lange nicht mehr so einen in sich ausgeglichenen Menschen gesprochen, wo man sich denkt, eigentlich geht das alles nicht, aber das gibt es. Aber diese Menschen können nur leben, also ein gutes Leben haben, wenn endlich deren Beine ab. Also er sagte zu uns, er muss nicht mehr in Therapien gehen, er hat keine Depressionen mehr. Natürlich wird jede Krankenkasse dieser Welt sagen, wenn der Mann seine Beine verliert, ist er behindert und es kostet uns mehr Geld. Deswegen wird das auch nie eine Krankheit sein. Aber es gibt auch Leute, die nach Asien oder in ferne Länder fliegen und dann vielleicht für 10.000 Euro sich umbauen lassen oder was abnehmen lassen. Voll der Runterzieher, ich mach mal hier einmal den... Lade ich mir mal runter. Was bitte? Lade ich mir mal runter. Das ist eine Neon-Kette, das ist was ganz Neues. Ein richtig heißer. Aber Internet, lass mal kurz gucken, wie kriegen wir das überein? Fetisch-Internet, ich will Udo Vetter Fragen stellen, aber so eine Landsüberleitung hinbekommen. Sie sagen, man soll nicht mit der Polizei reden. Warum eigentlich nicht? Ich bin doch als Bürger, wenn mich der Polizist anspricht, dann muss ich doch mit dem Beamten erstmal sprechen. Das ist schon mal der größte Irrtum, den man überhaupt haben kann. Der wird übrigens genährt durch die ganzen Fernsehkrimis in Deutschland, wo die Polizisten immer in den Wohnzimmern rumlungern, Getränke angeboten bekommen und dann die Beschuldigten überführen. Das ist nicht der Fall. Man muss nicht mit der Polizei reden und ich sage auch warum und warum man es nicht sollte. Nämlich, weil die Polizei einem in der Situation, wenn man jetzt also eines Verbrechens beschuldigt wird, nicht glaubt. Alles, was du sagst, wird als unglaubwürdig dargestellt. Und das Einzige, was man dir glaubt, ist das Geständnis. Und wenn du gestehst, dann hat die Polizei ihre Arbeit gemacht und der Fall ist abgeschlossen. Eine kleine Zahl aus meiner Erfahrung, ungefähr 80% der Beschuldigten würden nie verurteilt werden, wenn sie nicht zu einem frühen Zeitpunkt ein Geständnis ablegen würden. Also, sie haben das Recht zu schweigen und das ist eigentlich die goldene Regel Nummer 1. Also, wenn ich jetzt angehalten werde von der Polizei, Verkehrskontrolle, dann muss ich mit denen nicht reden. Also, ich gebe ihnen auch den Ausweis nicht. Aber was, wenn die denken, der ist doch betrunken, der darf nicht weiterfahren? Wenn der Bulle kommt, dann... Ja, genau. Dann Bulle auf jeden Fall darf man nicht sagen, dann kriegt man direkt Ärger. Du bist, nämlich... Das ist auch schon verbunden. Wenn ein Polizist kommt, ich fahre mit dem Wagen... Schutzbeamter. Sowieso, also Bulle würde ich nie sagen. Sowieso, als Farbiger ist es schneller angehalten. Du kennst das, Und dann, natürlich, ich kann doch nicht sagen... Aber weil du ja auch schneller fährst. Ja, ganz genau. Schnell einen Wagen, ne? Aber Moment, willst du damit unseren Schutzbeamten in Deutschland unterstellen, dass sie quasi Racial Profiling betreiben, also Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe öfter anhalten als andere? Ja, so direkt kann man es nicht sagen. Die denken natürlich, wenn du mit einem tollen Wagen da irgendwie fährst, dass du irgendein Krimineller bist. Die denken sich, geil, das Hans Sapai, lass ihn mal anhalten. Nicht für Hans Sapai so ein anderes Rechtssystem gilt, so eins, wo nur Hans Sapai drin vorkommt. Also ich würde das Thema nicht runterspielen. Es ist in der Tat so witzigerweise oder schrecklicherweise, das Verwaltungsgericht Koblenz hat neulich entschieden, dass Grenzbeamte im Zug
klug, auch die Hautfarbe als Kriterium nehmen dürfen, um Menschen zu kontrollieren. Ja? Das heißt also, es ist offiziell in Deutschland erlaubt, dass schwarze oder dunkelhäutige oder arabisch aussehende Menschen eher kontrolliert werden als andere. Ich finde das persönlich ganz schrecklich. Wir haben ein Grundgesetz, Artikel 3, Gleichbehandlungsgrundsatz. Das sind diese verdachtsunabhängigen Kontrollen. Nein, das sind Grenzkontrollen, aber ich finde es... Grenzkontrollen? Ja, in Deutschland haben wir noch Grenzen? Ja, ohne Witz, wenn du mit dem Zug über Freiburg nach Basel fährst, kommen die Grenzpolizisten rein und wollen in deine Tasche gucken. Wie ist das denn? Auch und wenn du da sitzt, wenn du da sitzt oder er da sitzt, die werden nicht kontrolliert. Doch. Wenn der Hans da sitzt, fragen sie entweder nach dem Autogramm, wenn sie ihn kennen, oder sie kontrollieren ihn. So ist es. Ich hätte auch eine Frage. Ich bin letzte Woche von der Polizei kontrolliert worden. Ich bin mit dem Fahrrad bei Rot über die Ampel. Hab ich nicht gemerkt, der Polizist kam zu mir. Weil du besoffen warst. Nein, das war am helllichten Tag und meinte, sechs Sekunden. Und ich habe gar nicht gewusst, was er will. Und dann meinte ich, ui. Und dann hat er gesagt, 6 Sekunden bei Rot. Ich habe dann nicht mehr viel gemacht, was kann ich denn jetzt noch tun? Also er meinte, das kostet 100 Euro und einen Punkt und ich habe mich dann... Hast du gestanden? Sofort? Nein, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich war in Gedanken. Eigentlich habe ich nicht mehr gesagt. Ich musste meinen Ausweis rausrücken. Wie gehe ich jetzt da weiter vor? Naja, wenn er dich gesehen hat, dann ist er Zeuge. Und man weiß ja, wenn Polizisten vor Gericht aussagen, wird denen immer geglaubt. Es sei denn, du hast wirklich gute Karten und gute andere Zeugen. Aber da wirst du kaum noch was machen können. Vielleicht definieren wir dich auf, oder kannst du dich auf Fahrlässigkeit runter definieren. Dann kostet es nicht 10 Euro, sondern 5 Euro. Ganz kurzer Blick in die Community mal eben. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Ja, bei Facebook hat Amir Pep passend zum Thema gerade geschrieben. Eine Frage an den mit der Glatze. Wie viel Knast kriegt man, wenn man aus Versehen jemanden abgezogen hat? Bitte antworten mit 4 Ausrufezeichen. Ja. Dringend. Aus Versehen jemanden abziehen. Also Raub eigentlich. Ne? Abziehen ist ja Raub. Kinder, abziehen ist kein Kavaliersdelikt. Das mit ist Raub. Mit Waffe aus Versehen abgezogen oder ohne Waffe? Mit Waffe oder ohne, steht da was? Nee, aber ich denke mal mit, oder? Mit, denk mal auch immer mit. Worst case. Amir P. klingt nach mit. Also angesichts der Anrede würde ich ja dazu tendieren, die Aussage zu verweigern. Aber ich bin ja schmerzfrei. Das kann schon mal ordentlich geben. Also wenn man jemanden abzieht, im klassischen Sinne Jacke weg oder Handy raus, 2-3 Jahre. Wenn man keine Vorstrafen hat, schon mal bis 5. Und wenn man natürlich einen guten Anwalt hat, gibt es noch Bewährung. 5 für eine Jacke? Für eine Jacke 5 Jahre? Klar. Dann vergewaltigt man doch lieber jemanden. Aber dann hast du immer noch keine Jacke. Da kann man hinterher immer sagen, die Frau wollte es doch. Ne? Die Jacke nur da lassen. 3 Jahre oder so. Stichwort, die Frau wollte es doch und Stichwort juristischer Beistand. Wir müssen ganz kurz überhaupt erklären, wer ist denn der Mann mit der Glatze, wie Amir P. gerade so despektierlich gesagt hat. Es handelt sich um Udo Vetter. Und dieser Einspielfilm wird ihn uns näher bringen. Jura ist das Studienfach für vollrasierte Bumsmäuse aus reichem Elternhaus, die gut auswendig lernen können und leicht nerdige Idealisten. Obgleich Udo Vetter auf dem Kopf zwar ein wenig nach Vollrasur aussieht, zählt der 1964 geborene Rechtsanwalt wohl eher zur zweiten Juristenkaste. Seit 2003 schreibt der ehemalige FDP-Stammwähler und neuerliche Pirat seinen Lawblog, ein Blog, in dem sich der Mann ohne nennenswerte Hobbys regelmäßig ironisch, unterhaltsam, aber präzise mit kuriosen oder bemerkenswerten Geschichten aus dem deutschen Justizalltag auseinandersetzt. Der nebenberufliche Vetterer Udo Twitter rät in Vorträgen davon ab, mit der Polizei zu reden. 2012 veröffentlicht Strafverteidiger und Dozent Udo Vetter sein Buch »Alles, was Unrecht ist – Eine Gebrauchsanweisung für die deutsche Justiz«. Was Udo Vetter so privat macht, wissen wir nicht. Aber wir ahnen, dass der leicht unbequeme Udo Vetter nicht gerade mit übermäßiger Kulanz bei Polizei und Justiz rechnen sollte, wenn er eines Tages mal mit ein paar Sechserträgern Altbier zu viel in der Blutbahn aus dem Düsseldorfer Stadtverkehr gefischt wird. Oder Udo Vetter? Bei der Vorbereitung für diese Sendung ganz viel auf YouTube Ihre Vorträge angeguckt, wo Sie in so Hörsälen für Studenten und so Vorträge halten. Und ich habe gedacht, ich flippe aus, dass der Typ so ganz witzig erklärt, wie Betrunkene, die ja offensichtlich auch gefahren sind, witzig mit der Polizei umgehen. Und wie man Leuten die Rechte stärkt, die gerade besoffen gefahren sind. Ja. Und ich fand das eben überhaupt nicht lustig, dass man denen sagt, redet nicht mit der Polizei oder ihr müsst nicht in das Röhrchen blasen. Ja, wenn ich das jetzt nicht witzig finden würde, hätte ich den Job nicht gemacht. Das ist mein Beruf, das den Leuten zu erklären. Ja. Und zwar im Alltag, also wenn jemand zu mir kommt, wie er, wenn er bei Rot über die Ampel gefahren ist und mich fragt, wie komme ich aus der Sache raus? Das ist mein Job, ihm das zu sagen, nämlich seine Verfahrensrechte wahrzunehmen. Und ich nehme mir halt auch das Recht, das öffentlich zu sagen,
weil ich kämpfe auch ein bisschen, ich habe es vorhin schon gesagt, gegen den deutschen Fernsehkrimi, ja, wo alle Zeugen immer sofort Auskunft geben. Wir ja eigentlich auch. Wo die Beschuldigten sagen, hallo, ich war's, in der letzten Minute natürlich immer. Aber das ist natürlich aus Sicht eines Beschuldigten nicht unbedingt nötig, denn du bist nicht verpflichtet, dich selbst zu belasten. Du darfst auch versuchen, rauszukommen. Und der Job eines Strafverteidigers ist, dafür zu sorgen, dass du rauskommst. Aber ich finde das ja eigentlich ganz gut, dass niemand weiß, dass man nicht in das Röhrchen blasen muss, sondern dass die dann da reinblasen und dann vielleicht Strafen zahlen müssen, den Führerschein abgenommen bekommen und nicht mich gefährden auf der Straße. Also ich verteidige viele Straftäter, auch Straftäter zum Beispiel, die angeklagt sind, Kinderschänder, Vergewaltiger, Betrüger, alles, die ganze Palette rauf und runter, sogar mutmaßliche Terroristen. Oh Gott. Mutmaßliche. Nur das ist die Rolle, die der Verteidiger spielt. Ja. Das heißt, das ist meine Aufgabe zu gucken. Die haben ja so viele gegen sich. Ja? Du hast die Polizei erstmal gegen sich, den Richter, den Staatsanwalt, die wollen dich alle in den Knast bringen. Und dann hast du einen, der so ein bisschen darauf achtet, dass die Spielregeln eingehalten werden. Und es geht nicht darum, dass man jemanden rauspaukt um jeden Preis, sondern dass man darauf achtet, dass die Spielregeln eingehalten werden. Und wenn man das durchsetzt und der kommt dann raus, dann kann man als Strafverteidiger sagen, ich habe einen Erfolg gehabt. Aber es kommt durchaus vor, gerade bei den Sachen, die ich vorhin gesagt habe, was du so schön mit oder sie so schön mit Kinderschänder umschrieben haben, da habe ich auch eine private Meinung. Nur meine private Meinung kann ich eben nicht zur Schau stellen und auch nicht sagen, weil mein Beruf mich dazu zwingt. Das ist genauso, wie wenn ein mutmaßlicher, schwerverletzter Mörder ins Krankenhaus eingeliefert wird. Da kann der Arzt auch nicht sagen, oh, das ist ja ein Mörder, ich operiere dich jetzt nicht, lass den mal sterben. Hast du schon mal mit einem Anwalt zu tun? Also, haben Sie in Ihrer wilden Zeit häufig mit Kriminellen und Anwälten zu tun gehabt? Waren Sie vielleicht selbst mal ein bisschen kriminell sogar? Nein, ich hatte nie was mit Anwälten. Nie verknackt worden, gar nichts? Nein, ich hatte nie Ärger mit der Polizei oder mit Behörden. Oder ich brauchte auch nie Anwälte. Seitdem, eine Kleine hat mich ja verklagt jetzt. Die war 17 oder 18 und... Nee, umgekehrt. Ich habe sie verklagt. Also Sie haben sie verklagt, weil sie 17 und 18 war? Nein, ich habe sie verklagt, weil die zu war... Zu alt? Ja, nein. Sie hat mittendrin, wo wir also uns im Bett schon ein bisschen amüsiert und sagt, nein, mit ihr schlafe ich nicht, du bist mir zu alt. Hast du sie verklagt? Würde ich auch. Ja, habe ich sie verklagt. Aber worauf denn geklagt? Ist das denn schon illegal? Ja, natürlich, weil das ist Altersdiskriminierung. Das ist ein Kleinfall. Also wirklich. Das war sehr nett. Is this real life? Yeah, this is real life. Was ist das mit dem Kind? Ja? Da haben wir ein Ausschnitt aus dem Internet. Ja, ganz kurz mal eben, wir müssen die Community, heute, liebe Zuschauer von Rosch und Böhmermann, die große interaktive Sendung. Sie können heute teilnehmen bei Facebook, Twitter, wir sind überall chatmäßig auch zu erreichen. Ines, unser Cybermädchen, ist da im Internet am Rumsurfen. Was gibt's Neues? Ja, ich würde jetzt gerne, bevor Herr Eden sich verpisst noch, weil Dr. Sommer schreibt die ganze Zeit bei Twitter und hat eine Frage. Dr. Sommer, ist das ein User, der so heißt? Oder ja. Wie? Ja? Kann man mit Vorhaut verhüten? Nee, aber nur mit Kondom. Aber wenn die Vorhaut so das groß ist wie ein Kondom. Das hat mit der Vorhaut nichts zu tun. Nein. Aber selbst dann, so wenn die runter die Juden ist ja kriegen unfrei. Ja auch viele Babys die ganze Zeit. Und die haben keine Vorhaut. Ich? Nee, die Juden. Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Die Juden haben keine Vorhaut? Nee, und deswegen kriegen sie noch mehr Kinder als viele andere. Das ist was Sie als Jude sagen dürfen. Ich als Deutscher würde da sofort in... ich als Deutscher. Ja. Oh Gott. Ich als Atheist, Entschuldigung. Furchtbar. Du, warum? Ich schnell ein Einspielfilm von Hans Sapai, Einspielfilm. Was ist also dabei Schlimmes? Überhaupt nicht. Hans Sapai ist Einspielfilm. Diese ganze Diskussion, ob beschneiden oder nicht, die verstehe ich eh nicht. Das ist so ein Quatsch. Achtung, lass Beschneidung schreibe ich mir als Thema. So, jetzt kommt der Einspielfilm von Hans Sapai. Und danach erfahren wir... Mit seinen Kindern machen will, ist noch wichtiger. Hans Sarpay bekommt bei McDonald's einen Whopper. Hans Sarpay benutzt morgens Elmex und abends Aronal. Die Verkehrsregeln müssen sich an Hans Sarpay halten. Ja, wenn Hans Sarpay und Chuck Norris sich begegnen, dann explodiert das Universum. Denn der gebürtige Ghanaer-Bundesliga-Fußballer war nicht nur eine halbe Ewigkeit Nationalspieler seines Geburtslandes, DFB-Pokalsieger 2010-2011 mit Schalke 04 und Buchautor, sondern auch eines der dicksten viralen Internetphänomene im deutschen Cyberspace.
Der gelernte Anlagenmechaniker ist inzwischen, wie sich das für ein echtes Internetphänomen gehört, in die Fänge einer großen Werbeagentur geraten und verdient schmutziges Schokoladengeld als Testimonial für Napo. Daneben twittert er, setzt sich gegen Diskriminierung ein und versuchte in der Reha wieder fit fürs Profigeschäft zu werden. Die rheinische Frohnatur Hans Sarpay, für viele der nächste Bundespräsident unseres tollpatschigen Landes, ist der einzige Profifußballer, der die Cojones hatte, in unserer Möchtegern-Akademiker-Runde zu kommen. Wobei, Quatsch. Hans Sarpay ist ja nicht zu Gast bei Roche und Böhmermann. Roche und Böhmermann sind zu Gast bei Hans Sarpay. Wie ist das passiert, dass du ein Internet-Hype geworden bist? Ich kapiere das nicht. Ja, was gibt's denn nicht da zu kapieren? Fragt der Jan sich auch immer. Ich glaube, wer im Internet so häufiger ist, der hat das schon mitbekommen. Aber grundsätzlich ist es so, passiert natürlich, dass die Fans erstmal von Schalke Seiten gebaut haben, von Hans Sarpay gefällt das, bis Hans Sarpay, das L steht für Gefahr, und dann haben sich natürlich andere Gruppen noch dazu entschieden, auch andere lustige Sprüche dazu bieten, und die kommen alle auch noch von diesen Chuck Norris Sprüchen, die man kennt, und die wurden dann auch umgewandelt mit meinem Namen, und das hatte so ein Hype ist daraus entstanden, den ich natürlich nicht aufhalten wollte und da... Also positive Shitstorm. Wie viele Freundschaftsanfragen kriegst du so am Tag? Nehme ich mal. Freundschaftsanfragen habe ich ja gar nicht. Da ist ja ist eine Fanseite. Kann man nur liken, und, ja, ne? Man kann mich nur liken. Wann ist der Punkt, an dem man geliked wird? Entschuldigung, also das ist eine private, persönliche Frage. Aber wann hast du dich entschieden, du machst keine private Facebook-Seite, sondern so nimmst du eine Like-Seite? Ich habe eine private Seite. Ja, aber nicht für die Fans. Ja, also man muss mal erklären, es gibt bei Facebook ja normale, große Seiten, ne? Also so für Stars, die werden nur geliked. Es gibt Leute, die als ganz normale. Aber das macht man ja selber. Kann man sich ja selber aussuchen? Ich bitte eine Seite, die man liken kann? Oder möchte ich eine, auf der man mit mir befreundet sein kann? Ja, aber das Problem ist, die Seite, wo du befreundet bist, ist begrenzt. Nur 5000 ja, Freunde genau. haben. Ja. Und wo du liken kannst, die ist ein bisschen unbegrenzt. Größer. Aber findest du das nicht? Ich finde das Gefühl so komisch zu überlegen, ich kann da geliked werden. Komme mir vor wie eine Vase oder eine Puppe oder kann so. Kann man denn davon leben, der deutsche Chuck Norris zu sein? Was heißt leben? Ja, Geld. Kann man das irgendwie umsetzen, ja. In das Geld auf dem Konto ein Like, kommt, diese ein ganze Internet-Scheiße? Nee, Geld habe ich noch nicht jetzt gemacht. Vielleicht helft ihr mir oder Werbung so. Aber du hast eine fette Rolex am Arm, oder? Guck mal, ist das eine Rolex? Guck mal, das ist nämlich der echte Journalist, der merkt das sofort. Das Ding ist ja noch, ich hab ja auch noch Fußball gespielt. Da hab ich Geld verdient, deswegen habe ich die Uhr. Nee, aber wie gesagt, ich bin jetzt habe ich eine Werbung gemacht für Napo und da hat man ein bisschen Geld gekriegt, aber grundsätzlich jetzt Geld verdienen tue ich jetzt Kriegst nicht. Kriegst du keine Angebote für Schwarzwerbung, Schleichwerbung? Sehr gutes Wortspiel, oder war es kein Wortspiel? Es geht ja häufig einher, Schwarzgeld und Schleichwerbung, das ist ja nicht weit entfernt. Auch sehr gutes. Ja. Mir hängt das die ganze Zeit total im Kopf rum, muss ich mal eben sagen. Das ist ja wahrscheinlich aufgefallen. Ich habe gesagt, Juden oder Deutsche. Das ist natürlich total, ich denke die ganze Zeit, das ist ein großer Fauxpas. Also da draußen bricht wahrscheinlich jetzt vor dem Studio der Nationalsozialismus neu auf, aus, weil ich irgendwie jetzt mich vergriffen habe in der Woche. Das wird vor allen Dingen der krasse Shitstorm. Du kannst mal zurückrudern. Aber dir ist es aufgefallen. Wir sind gesäuft. Alle froh, dass dir das passiert ist. Aber und ihr habt es doch gar nicht gemerkt. Doch. Wirklich? Klar. Weil er hat nur gesäuft. Das hat jeder gemerkt. Wirklich? Hast du nicht gemerkt, wie wir leise geworden sind? Wir haben nichts mehr gesagt. Alles so, aber der Rundfunkrat guckt doch nicht euren Kanal. ZDF hat, glaube ich, keinen Rundfunkrat. Nee, aber du kriegst hinterher bei Twitter, gehen die Leute mit dir so um, als ob du gerade vor laufender Kamera ein Kind gegessen hättest. Oder das stimmt. Oder versehentlich den Facebook-Account von Bonito TV mit dem echten von Harald Schmidt verwechselt. Genau, das ist nämlich ungefähr das gleiche wie Kinder vor der Kamera essen. Du hast danach, das gab ja so ein... Das war übrigens ein Twitter-Account, Mann, du Fail. Habe ich
Facebook gesagt. Ja, echt, das war ganz schön. Das ist, weil es in meinem Kopf nur das Internet gibt. Ich bin froh, dass ich Twitter und Facebook überhaupt auseinanderhalten kann. Du hast danach ein langes Interview der Bild-Zeitung gegeben. Bereust du das im Nachhinein? Nee, habe ich nicht. Doch, ich habe es gelesen. Ja, es ist nicht so lang, Gott sei Dank. Ein kurzes Interview. Soll ich, muss ich das sagen? Ja, das tut mir, also ja, es tut mir tatsächlich furchtbar leid. Jeder muss hier sich erklären, ja? Damit der Bild erklärt. Moment, wolltest du gerade der Frage ausweichen, indem du quasi die Frage abgelehnt hast, nein, ich habe kein langes Interview gegeben, sondern ein kurzes Interview. Das war gerade dein Trick, um der Frage auszuweichen. Du miese Schlampe. Das war echt ganz schön dreist. War geil, oder? Also, warum hast du der Bild-Zeitung ein Interview gegeben? Ach, weißt du, du sitzt da, guck mal, ich bin so ein kleines, ich mach so Internetkrams, ja? Und dann kommt auf einmal der große Papa ZDF und sagt, wir möchten total gerne Internet bei der EM. Und dann sitzt du da und machst abends, stehst du auf der Bühne und versuchst, Olli Kahn irgendwie in drei Worten zu erklären, wie das mit diesem Twitter eigentlich funktioniert. Der hat dir das Leben wirklich schwer gemacht, muss man das sagen. Das nennen wir Juristen einen untauglichen Versuch. Und dann, sehr zäh, der und dann erzählt dir da irgendwie parallel jemand auf dem Ohr, wie schnell du das jetzt machen musst, damit das alles noch hinhaut. Auf jeden Fall machst du auf einmal eine Seite auf und dann klingelt in deinem Kopf irgendwas nach von wegen, da war was, scheißegal, komm, machst du jetzt einfach. Drei blöde Sprüche, gehst hinter von der Bühne, denkst, war irgendwie nicht so geil. Aber Mai, was habe ich gemacht? Ich habe einen Fake-Account zitiert, da wird ja nicht die Welt von untergehen. Ja, und dann machst du den Rechner an und dann denkst du, die Welt geht wirklich unter. Und dann sagen alle Menschen um dich rum, ja, also entweder du sagst da jetzt was zu, oder alle anderen schreiben, was sie wollen. Und dann hast du gesagt, die einzige Möglichkeit, da was zu sagen, ist ich habe ja ganz viele andere Sachen vorher zu anderen Leuten gesagt, aber das liest sich ja keiner. Du liest halt nur die Bild-Zeitung. Absolut. Du liest halt nicht die anderen wichtigen Blätter, die sich da stundenlang im Feuilleton mit mir auseinandergesetzt haben. Wie zum Beispiel Use Doma Nachrichten. Welt Online. Aber bist du denn jetzt sozusagen auch für die Bild-Angelegenheit genug kritisiert worden, dass du das bitte nie wieder machst? Nee, ich bin erstaunlicherweise gar nicht nachlegen. Nee, ich bin erstaunlicherweise, also ich habe mich selber ganz übel in die Kritik dafür genommen. Ich bin erstaunlicherweise von einem sehr guten Freund dafür hart aufs Brett geschnallt worden und ausgepeitscht quasi verbal. Mit Recht auch. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als diese Mehmet-Scholl-Geschichte da oben ganz oben drüber stand. Und ich habe das Ding ja vorher auch noch redigiert. Das war wirklich mal lang, aber da stand ganz schön viel Quatsch drin. Und den konnte ich noch rausstreichen, weil ein bisschen Quatsch ist übrig geblieben. Und am Ende des Tages muss ich sagen, ja, schade, habe ich halt mal gemacht. Irgendwie doof, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber machst du das denn dann nie wieder? Was soll ich denn dann nochmal machen? Ich habe ja schon mal mit der Bild sprechen. Ich schwöre auf meine, ach, ist das schön, auf die Zö, ich werde nie wieder mit der Bild-Zeitung sprechen. Schön. Du bist junge Mutter, ne? Du sagst jetzt jung, das finde ich schön. Danke. Ja, junge Mutter, also du bist eine junge Mutter. Also in den Verhältnissen, in denen wir jetzt leben, eine junge Mutter. Die Frauen kriegen immer später Kinder. Ja. Ist das schwer, beim ZDF als Moderatorin zu arbeiten und in der Öffentlichkeit zu stehen und eine junge Mutter zu sein? Ist eine total einfühlsame Frage. Aber es ist allgemein schwer, einen Fulltime-Job und ein kleines Kind zu haben. Aber das ist scheißegal, ob du beim Rewe Regale einräumst oder ob du fürs ZDF vor der Kamera stehst oder für irgendeinen anderen Sender. Du musst das halt irgendwie organisieren. Aber ich glaube, ich bin voll der Orga-Honk, aber um mich rum können das ganz viele Leute. Und ich krieg sie vom Kindergarten abgeholt. Das geht, das ist aber genauso schwer wie in jedem anderen Job, glaube ich auch. Sind nach diesem EM-Usedom-Studio ganz viele Sender auf dich zugekommen und haben gesagt, wir wollen eine Sendung mit dir machen, Nö. Glaube ich nicht. Ich habe von ganz vielen hinter den Kulissen gehört, alle flippen völlig aus, jede Produktionsfirma ist heiß. Gib denen doch mal meine Handynummer. Genau. Die wissen einfach nicht, wie die dich erreichen sollen. Weil die online können kein Internet, die können nicht Twitter. Ich habe eine Faxnummer. Bevor wir zu Manuel Möglich gehen, das ist total, ich habe immer so Unhöflichkeitsgefühle. Rolf Eden, wir reden auch gleich weiter, ne, mit Rolf Eden und Manuel Möglich. Wir müssen ganz kurz zur Community gehen, weil die ist auch wichtig heute. Sie erreichen uns bei R&B, ist das Hashtag. Und bei Facebook. Genau. Ich wollte vorher fragen, kann ich auch ein bisschen Schnaps haben? Ja, bring ich dir rüber. Und Bonito TV, also @BonitoTV, fragt via Twitter: Hey Janine, Fail sagt man nicht mehr. Hast du nichts gelernt? Nee, gar nicht. Hashtag Fail. Oder du bist so 2 years ago, ne? Ich bin echt ganz schön oldschool. Deswegen finde ich auch dieses Twitter-Expertin so geil oder Internet-Expertin. Ja. Aber was soll man denn sonst sagen, wenn man Fernsehredakteur beim ZDF ist? Wie nennen wir denn diese junge Kollegin, die mit diesem ganzen Flimmer-Monitoren da zu tun hat? Keine Ahnung. Nennen wir sie Twitter-Expertin? Weiß ich nicht. Muss man das immer alles benennen? Das ist auch totaler Käse. Also ich habe das ja nicht erfunden und ich verstehe das auch nicht gänzlich. Ich versuche nur, ich habe einen Twitter-Feed vorgelesen. Mein Gott. Aber es ist so eine Welt, wo man wirklich viel falsch machen kann, offensichtlich. Ja, aber es ist auch so eine Welt, wo jeder denkt, er macht AIDS-Forschung und flippt völlig aus, wenn man einen Fake-Account zitiert. Also irgendwo ist auch ein Punkt. Manuel Möglich ist der einzige Journalist in der Runde und der einzige, der überhaupt in der Lage wäre, schlauere Fragen zu stellen als
alle anderen hier. Und ich finde es ganz beschämend für mich und für Charlotte, dass der Einspielfilm von Manuel Möglich erst jetzt nach 53 Minuten kommt. Aber er kommt dafür jetzt. Ist Manuel möglich? Keine Witze über Namen, William, die sind wirklich unmöglich. Also, Manuel Möglich, langjähriger Facebook-Freund von Jan und seit kurzem geil blinkender Punkt auf Charlottes Sexualradar, trägt schlimme Tattoos auf seinen spaddeligen Oberarmen, sieht edgy aus und sieht aus wie jemand aus Berlin. Kein Wunder, denn dort lebt der beim Radio und der Musikpresse ausgebildete, sehr gute ZDF-Neo-Reporter und sympathisch kompetente Präsentator der Reportagereihe Wild Germany. Natürlich. Ob Schwulenclub, Schlagerwelt, Porno, Hackerszene, der im hessischen Weilburg geborene studierte Kulturwissenschaftler Manuel Möglich nimmt uns mit auf seine bizarr informative Deutschlandreise. Journalistisch vorbildlich, Fernsehpreis nominiert und vorzüglich von den Freunden des Weiß-Netzwerks in Szene gesetzt. Manuel Möglich ist der Reportage-Wonderboy des frischen, guten Fernsehens. Ein prima Typ, neuer Journalist, angenehmer Frager, unaufgeregter Erklärer, ungewöhnlich und prätentiös und, machen wir uns nichts vor, die Weiber fahren auch noch voll auf ihn ab. Der sympathische Manuel Möglich, Wild Germany's Next First Class Fernsehreporter. Hat dich das persönlich verändert, diese Sendungen, die du machst, wo man viel Mut für braucht? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe das Gefühl zumindest, dass das alles so ist wie vorher. Ich habe mehr graue Haare bekommen. Das kann dich ja zum Besseren verändern, muss ja nicht zum Schlechten. Ich will ja nicht sagen, du bist abgehoben, sondern vielleicht hat man mehr Selbstbewusstsein, weil man sich Ängsten stellt bei den Drehs. Man ist auf jeden Fall, glaube ich, wenn es was ausgewirkt hat, ist man, glaube ich, ein bisschen... Also man ist noch offener geworden. Man hat ja oft das Gefühl, dass man so unfassbar tolerant ist, aber man ist, glaube ich, noch toleranter geworden, weil man manchmal merkt, Moment mal, eigentlich bin ich gerade mit der Sache, die der Typ gerade hier macht, irgendwie auch so ein bisschen überfordert. Und meine Güte, dann macht er das halt. Er tut mir jetzt ja nicht irgendwie damit weh oder so. Was machst du denn genau? Reportagen über teilweise sehr politische Themen, die gar nicht so crazy sind, wie man das auch gerne sagt, aber auch über Leute, die sich zum Beispiel gerne mit dem HIV-positiven Virus anstecken oder die sich gerne ihre gesunden Beine amputieren möchten. Du warst im Schwulenclub in einem Darkroom unten, hast du das angeguckt? Genau. Also quasi nur angeguckt. Wie hast du denn angeguckt, wenn das ein Darkroom ist? Naja, der Darkroom ist ja nicht, du weißt es auch, der ist nicht ganz stark. Nee, ich war alleine drin, weil mit Kamera sind wir nicht rein. Und dann durften wir nicht rein. Na klar. Es ist so ein schummriges Licht, das ist in so einem Darkroom. Zumindest in dem Bereich, wo ich war. Du bist danach mit der Kamera rein und hast dann nochmal gezeigt, wo du dann da rumgelaufen bist. Dann habe ich auch gesagt, dass ich ja total das Mädchen war und einfach nur in den ersten zwei Gängen war und nicht in den ganzen Katakomben weiter hinten. Heterosexuell im Darkroom, ist das dann doch irgendwie in Erinnerung geblieben? Ja, klar ist man irgendwie so, ich bin ja in der Unterhose da rein, das muss man noch dazu sagen, wo alle nackt waren. Nee, ich wollte das auch, weil ich wollte da halt rein und es war nachts 1:30 und wir waren da mitten in Leipzig und ich dachte, das kann nicht wahr sein, wir müssen jetzt mal hier irgendwie weiterkommen. Und dann war das so, ihr könnt ohne Kamera rein, wenn du hier so reinkommst, dann zieh dich aus. Und dachte ich so, okay, ich zieh mich aus, aber die Unterhose würde ich gerne anlassen. Und dann meinte er so, oh, da ist die Tür. Wenn du so ein Gefühl umschreiben müsstest, was du beim Betreten des Darkrooms hattest. Schiss. Obwohl es gar keinen Grund gibt, weil ich meine, es passiert ja da nichts, aber man ist, glaube ich, da, das ist wieder dieses Verkopfte, wo man denkt, sei doch mal ein bisschen offener als Hetero. Sei doch mal ein bisschen offener. Hyperventilieren, so, ja. So. Es kann schon nichts passieren, es kann schon nichts passieren. Ich war mal in einem Swingerclub, beruflich auch. Mhm. Klar. Und ich hatte hinterher das Gefühl, das ist so eine totale... Schöne Welt. Nein, keine schöne Welt, sondern das ist eben wie so eine Gartenparty, wo Taxifahrer und Busfahrer auf einer Veranda sitzen und sich einen trinken, aber nebenbei wird halt noch gebumst. Also es hat irgendwie ein komplett anderes Flair, als man das denkt, so in seiner Fantasie vorher, bevor man da drin ist. Also sind viele Rolf Edens da drin? Ja. Nee, eben nicht, sondern es ist eher, es gibt auch Swingerclubs und eben so Darkrooms, die eben sehr, ich sag mal... Ich meinte altersmäßig... Ja, altersmäßig, aber auch vom Style, es ist eher weniger plüschig, ist es mehr ganz normaler,
Sex nur halt mit vielen Leuten, die sich unterhalten. Ich weiß das natürlich auch nur beruflich, ne? Das ist klar. Aber gibt es nicht jetzt, ich habe letztens so einen Artikel, ich glaube, weiß ich gar nicht, irgendwo im Netz, im Internet habe ich da einen Artikel gelesen, gibt es nicht jetzt auch so eine neue Bewegung quasi der Swinger-Sex für die schönen jungen Menschen? Ja, weil wir Milfs und Filfs, wie wir zum Beispiel, uns wird das natürlich auch irgendwann langweilig. Ja. Und aber weißt du, wir mit 30 haben aber schon die Kinder Eier bekommen. Nicht. Das ist, alle fantasieren immer rum in unserem Alter. Oh ja, warum gibt es keine Swingerclubs? Aber gibt es da jetzt oder nicht? Ja, in Köln? Ja, du kannst auch so einen Swingerclub rein. Das sind halt sehr hässliche alte Leute. Nee, das meine ich eben, dass du da irgendwo hinkommst, wo halt andere Leute mit rumrennen. Aber es gibt ja diese VIP-Swingerclubs, heißen die dann. Ja, aber so nennen die sich dann, wo dann halt Leute sind, die so ein bisschen... Also, dass es edler ist, genau, die so ein bisschen... Es gibt hunderte Swingerclubs auf der Welt, ne? In Köln zum Beispiel. Jetzt in Köln. Wo können wir jetzt nach der Sendung zusammen alle mal hingehen? Genau. Das war aber in Berlin gibt es sehr viele Swingerclubs. Und da kommen nicht nur ältere Leute, sondern sehr süße junge Damen hin. Kommen da auch süße junge Männer hin? Ja, auch nicht. Ja, kommen alle Altersgruppen. Aber sehen die so aus wie Manuel Möglich? So, könnt ihr zwei nicht einfach mal Nummern austauschen? Weil ganz kurz mal eben, Charlotte hat nämlich der einzige Grund, warum du hauptsächlich hier bist. Und tu nicht so, als wäre das irgendwie inhaltlich begründet. Du willst eigentlich mit Manuel Möglich irgendwas anfangen. Jetzt fühle ich mich total diskriminiert aus so. Ja, also ich bin für den Inhalt und so. Du machst auch total gute Sendungen. Aber hauptsächlich geht es um Sex. Es geht hauptsächlich um Sex. Ich hasse das. Das ist so... Was, sag mal, was willst du gerade sagen? Janine Michaelsen hat gesagt, ihr müsst mal eine Frau einladen, die der Jan geil findet. Und die einzige Frau, von der ich weiß, die Jan geil findet, ist Sasha Grey. Diese aber von der habe ich letztens Pornodarstellerin. Und die ist zu teuer, um hier hereingeflogen zu werden. Genau. Also wir können diesen teuren Flug nicht bezahlen. Sie würde kommen, aber wir haben kein Geld. Die würde kommen. Falls hast jemand zuguckt, der geschickt? Geld spenden will für den Flug von der Hardcore-Pornodarstellerin Sasha Grey, damit wir auch mal Jan sexuell erregt sehen in der Sendung, bitte einfach spenden an BTF, Roche und Böhmermann. ZDF.com. Ganz kurz nochmal einen Blick ins Internet, Ines. Die Sendung neigt sich so langsam am Ende zu. Wie ist die Community drauf? Die Community ist super drauf. Ja, alle ist rasten gut aus. Und Halina C. schreibt zum Beispiel auf Facebook, ich finde eure Sendung sehr gut, cool, aber warum moderieren nicht Janine und Manuel die Show? Die sind doch viel cooler. Ist ein Downer, ist ein Downer. Ein bisschen. Entschuldigung. Was ist denn eigentlich im Darkroom passiert? Gar nichts. Hat dich keiner angefasst, angesprochen? Nee, ich war halt ja total, ich hatte ja voll die Angst. Also ich bin ja einfach da durch und dachte mir schnell einfach mal die kleine Runde drehen. Und dann geile Männer sind wie Hunde, die riechen Angst. Wenn du mal wirklich Angst haben willst, dann mach so eine Geschichte mal aus dem Knast. Das wäre mein persönlicher Wunsch. War ich auch schon. Ja? Also nicht im, ja, aber nicht im Duschen, nackt, aber sondern mit Leuten, die halt... Lass dich mal einsperren, zwei Wochen. Ist es so schlimm im Knast, wie man immer so erzählt? Ja, das ist nicht angenehm in Deutschland. Wieso wird da viel vergewaltigt? Also wird es gibt eine Studie aus Niedersachsen, um nicht zu wissenschaftlich zu werden, dass zum Beispiel 20% aller Jugendlichen im Jugendknast innerhalb von einem Monat Opfer sexueller Gewalt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Weiß man, ob jeder von Betreuern oder von Mithäftlingen? Von Mithäftlingen. Es wird ja gerade überlegt in einigen Bundesländern, dass man jugendliche Straftäter und junge Kriminelle schneller wieder in den Knast steckt, weil Bewährung für die angeblich nichts bringt. Sind Sie da auch der Meinung oder ist das Quatsch? Wenn du junge Leute zu lebenslangen Kriminellen machen willst, dann steck sie einmal in den Knast, weil da lernen sie fürs Leben, nämlich wie man keinen richtigen Beruf mehr erlernt, sondern wie man auf die schiefe Bahn gerät. Also der Knast ist die Schule für künftige Verbrecher, deswegen wäre ich da strikt dagegen. Das sagen die in meiner Lieblingssendung die Mädchengang auch. Das ist der absolute Tenor. Oh, habe ich die nicht beraten? Nein, ich weiß es nicht. Ey, machen Sie sowas auch? Beraten Sie auch Privatfernsehen? Ich habe in letzter Zeit viele Anfragen von Drehbuchautoren, die mal was Realistischeres schreiben wollen. Also ich glaube, nächstes Jahr kommt ein ZDF-Krimi sogar, ein bisschen mehr. Und da habe ich am Drehbuch nicht mitgearbeitet, aber den Autor beraten. Ich fände es total gut, wenn jeder Tatort immer so ganz lange rumrecherchiert wird und am Ende nie der Mörder gefunden wird. Und alle gucken und es spielt immer in einem Milieu, wo man sich total ekelt und die meisten Morde sind halt irgendwelche Penner, die sich mit irgendwelchen Flaschen kaputt schlagen und die auch vor Gericht die wenigen Zähne nicht auseinanderkriegen und so. Das die meisten Mörder sind ja echt Sonntag total realistisch in der Polizeiarbeit. Was meinst du, wie dann die Quote wäre? Da könnte Günther Jauch nämlich sehen, wo er seine Leute herbekommt. Ah, Stichwort Audience Flow. Dieses Schwein. Es läuft so eine...
Ines, gibt es im Internet schon noch Reaktionen darauf? Fordern schon Menschen, dass die Sendung abgesetzt wird oder der Sender gesprengt? Nein, ganz im Gegenteil. Also hier ist eine ganz liebevolle Twitter-Meldung gerade reingekommen, ja. Also eine Frage. @steinbach_erika fragt, stellt euch vor, ihr seid alle zusammen im Swingerclub. Welchen Partner würdet ihr wählen aus der Runde? Ja, bei mir ist das ja ganz einfach. Ja, also ich würde Charlotte oder Janine oder Hans. Muss ich schon festlegen. Aber jetzt nur Interesse halber. Also wirklich, weil ich glaube, das wäre, wenn man mit Hans Sapai schläft, ist das wie, da hört der Orgasmus niemals auf. Ein Mann schläft nicht mit Hans Sapai. Punkt. Herr Eden, mit wem würden Sie aus dieser Runde Geschlechtsverkehr haben wollen in einem Swingerclub? Aber auch die Geste finde ich super. Aber muss nicht im Swingerclub sein, wir können gleich nach Hause gehen. Ich dachte, Sie sind verliebt, Mann. Jetzt zerstören Sie mal nicht mein Bild. Verliebt und Sex sind zwei verschiedene Sachen bei mir. Richtig! Ja, ist so! Ist so. Ich würde mit Charlotte. Wirklich? Ja. Charlotte, würdest du mit Janine? Ja, aber nur, wenn du zuguckst, Jan. Aber Swingerclub heißt ja auch, alle sind dabei, oder nicht? Vetter? Ich glaube, ich würde auch rechts von mir präferieren, aber zur Not würde ich auch meine metrosexuelle Neigung durchbringen und mit dem ZDF-Reporter. Wow. Da stehe ich zu. Vielleicht währenddessen irgendwie so direkt eine neue Folge. Hier ist man Mensch, hier darf man sein. Endlich entdeckt man sich. Ja, und dabei eine neue Folge von Aber ich habe das nur gesagt, weil ich ja weiß, dass er tierisch Angst hat. Weil also, Sie könnten so juristische Kniffe anwenden, genau. Die irgendwie so ganz andere Orgasmen ermöglichen würden. Alles kann, nichts muss. Hans Sapai, mit wem... Ja, ich muss jetzt wählen, oder? Du kannst mal ganz kurz. Du kannst ein Statement als Fußballer setzen, dass du der Erste, also du bist natürlich heterosexuell, aber du könntest sagen, du willst mit einem Mann schlafen. Nee, ich will mit keinem Mann schlafen. Ja, du musst, nein. Und nein. Wenn, dann würde ich, ich würde beide nehmen. Ja. Ich will mit keinem Mann, aber wenn, dann beide Frauen. Beide Frauen. Mann ist Hans Sapai ist zu viel für eine Frau. Ist ein Diplomat. One woman can't handle Hans Sapai. Sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder was? Ines, ganz kurzes Schlussfazit von den Leuten da draußen im Netz. Vielleicht was Positives. Ja, also die meisten sind wirklich total begeistert. Ich glaube jetzt auch gerade nach der Swinger-Sache... Kam gut an. Sex sells, ne, auch im Sex Netz. Sex sells, auf jeden Fall. Also, wenn Sie im Netz noch Bock auf Sex haben, youporn.com. Es gibt noch, was gibt's noch, Hans? Gibt noch YouGiz, habe ich letztens gesehen. Was denn? Was? YouGiz heißt das. YouGiz gibt's noch. Clitty.com. Clitty.com. Charlotte? Andrew Blake-Ausschnitte angucken. Udo Vetter? Videobox.com. Und Sie, Herr Eden? Rolf Eden. .com. Herzlichen Das war unsere Sendung. Ich finde, das Internet hat heute, das war eine gute multimediale interaktive Sendung, Charlotte. Ja, finde ich auch. Ich kann das mit dem Internet ja nicht so einschätzen. Du bist da ja eher drin. Ich glaube, da ist ein Hype. Also, ein Shit-Hype. Klar. Hype-Storm. Das Internet sehr genervt und die Einspieler haben mich sehr gefreut. Du hast mich auf mein neues Outfit gar nicht angesprochen. Warum hast du ein Schnurrbart und eine Brille? Aus Scheiß. Nee, war doch rundes. Ich hab mich auch nicht getraut, dann bei der Janine Michaelsen irgendwas mit der Bild-Zeitung. Nee, aber Janine Michaelsen war... Wenn jemand dann sofort sagt, ich mach das nie wieder und es war ein Fehler, dann war's das. Janine Michaelsen ist eine sehr, sehr gute Frau. Also, nimm alles zurück, was du vorher in der Redaktionssitzung... Das tue ich hiermit. Janine Michaelsen, ich hoffe... Das ist mehr von Janine Michaelsen. Ich finde Janine Michaelsen sehr gut. Ich liebe sie fast. Habe ich nicht geschafft, unterzubringen. Was denn? Ja, warum die immer nur Assistentenjobs macht. Die darf nicht praktisch die Dienerin von Joko und Klaas sein. Das ist schlecht.
wenn die so eine Hype-Frau-Moderatorin jetzt ja, wird, dann so muss die sagen, ich mache nur eigene Sendungen, wo sie die Chefin ist. Wir können sie ja theoretisch produzieren. Wir sind dann Produzenten einfach und dann machen wir eine Sendung bei ZDF Kultur. Das gibt es wenigstens. ZDF Info ist, glaube ich, eine Erfindung von Jenny Michaelsen. Die wollte sich richtig machen. ZDF Neo, ja, aber ZDF Info. Ist denn nicht ZDF Info einfach Videotext? Ich glaube, das ist Videotext. Ja, also besser hier. Ja, das war's auch schon wieder mit Charlies und Jannis digitaler Multimedia-Garage. Bleibt mir nur noch zu sagen, kleine Maus, ich klick dich an durch die Datenautobahn. Kleine Maus, nur ich und du im digitalen Rendezvous. Ich wünsche Ihnen allen noch einen rautigen Hashtag. Gute Nacht. Darstellerin. Was, sag mal, was willst du gerade sagen? Janine Michaelsen hat gesagt, ihr müsst mal eine Frau einladen, die der Jan geil findet. Und die einzige Frau, von der ich weiß, die Jan geil findet, ist Sasha Grey, diese aber von der habe ich letztens Pornodarstellerin. Und die ist zu teuer, um hier hereingeflogen zu werden. Genau. Also wir können diesen teuren Flug nicht bezahlen. Sie würde kommen, aber wir haben kein Geld. Die würde kommen. Falls hast jemand zuguckt, der geschickt? Geld spenden will für den Flug von der Hardcore-Pornodarstellerin Sasha Grey, damit wir auch mal Jan sexuell erregt sehen in der Sendung, bitte einfach spenden an BTF, Roche und Böhmermann. ZDF.com. Ganz kurz nochmal ein Blick ins Internet, Ines. Die Sendung neigt sich so langsam am Ende zu. Wie ist die Community drauf? Die Community ist super drauf. Ja, alle ist rasten gut aus. Und Halina C. schreibt zum Beispiel auf Facebook, ich finde eure Sendung sehr gut, cool, aber warum moderieren nicht Janine und Manuel die Show? Die sind doch viel cooler. Ist ein Downer, ist ein Downer. Ein bisschen. Entschuldigung. Was ist denn eigentlich im Darkroom passiert? Gar nichts. Hat dich keiner angefasst, angesprochen? Nee, ich war halt ja total, ich hatte ja voll die Angst. Also ich bin ja einfach da durch und dachte mir schnell einfach mal die kleine Runde drehen. Und dann geile Männer sind wie Hunde, die riechen Angst. Wenn du mal wirklich Angst haben willst, dann mach so eine Geschichte mal aus dem Knast. Das wäre mein persönlicher Wunsch. War ich auch schon. Ja? Also nicht im Duschen, sondern mit Leuten, die halt... Lass dich mal einsperren, 2 Wochen. Ist es so schlimm im Knast, wie man immer so erzählt? Ja, das ist nicht angenehm in Deutschland. Wieso wird da viel vergewaltigt? Also wird es gibt eine Studie aus Niedersachsen, um nicht zu wissenschaftlich zu werden, dass zum Beispiel 20% aller Jugendlichen im Jugendknast innerhalb von einem Monat Opfer sexueller Gewalt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Weiß man, ob jeder von Betreuern oder von Mithäftlingen? Von Mithäftlingen. Es wird ja gerade überlegt in einigen Bundesländern, dass man jugendliche Straftäter und junge Kriminelle schneller wieder in den Knast steckt, weil Bewährung für die angeblich nichts bringt. Sind Sie da auch der Meinung oder ist das Quatsch? Wenn du junge Leute zu lebenslangen Kriminellen machen willst, dann steck sie einmal in den Knast, weil da lernen sie fürs Leben, nämlich wie man keinen richtigen Beruf mehr erlernt, sondern wie man auf die schiefe Bahn gerät. Also der Knast ist die Schule für künftige Verbrecher, deswegen wäre ich da strikt dagegen. Das sagen die in meiner Lieblingssendung, die Mädchengang auch. Das ist der absolute Tenor. Oh, habe ich dich nicht beraten? Das? Nein, ich weiß es nicht. Ey, machen Sie sowas auch? Beraten Sie auch Privatfernsehen? Ich habe in letzter Zeit viele Anfragen von Drehbuchautoren, die mal was Realistischeres schreiben wollen. Also ich glaube, nächstes Jahr kommt ein ZDF-Krimi sogar, ein bisschen mehr. Und da habe ich am Drehbuch nicht mitgearbeitet, aber den Autor beraten. Ich fände es total gut, wenn jeder Tatort immer so ganz lange rumrecherchiert wird und am Ende nie der Mörder gefunden wird. Und alle gucken und keiner... Das weniger interessiert, außerdem ist das so lange her, dass die meisten Kinder von heute, die heute 17, 18 oder 20 oder 25, die wissen das gar nicht mehr, wer Rabin war und dass dann 1948 dieser Krieg war zwischen Israel und den Nachbarländern. Nee, das würde ich heute gar nicht mehr in irgendeiner Weise
auf den Tisch bringen. Nein, nein, es ist ganz moderne Sachen wie gnädige Frau, darf ich sie im Rolls-Royce spazieren fahren? Aha, guck mal an. Ja, aber das sagt man doch sofort, das hilft. Ja, aber beim ersten Mal, ja. wie da hattest du noch kein Rolls-Royce, oder? Wann denn? Beim allerersten Mal? Nein, da war ich 14 oder 15. Da hatte ich gar nichts, außer meinen Charme. Lassen die Sie der denn, war noch unbehaart. Lassen die Sie und denn die, und die rein in die Locations? Also ich stelle mir vor, Sie kommen da jetzt in eine Diskothek. Gibt es da keine Altersbeschränkung nach oben? Ja, ist doch Rolf, da gibt es überall, aber ich bin so bekannt in Berlin. Das ist der Vorteil. Das ist gar kein Problem. Ja, außerdem hatte ich ja selbst 6 Betriebe, alle am Kurfürstendamm. Ich hatte in Berlin 30 Jahre einen Playboy-Club, ein wunderschöner Club mit Swimmingpool und mit Tischtelefon und viele andere. Und Go-Go-Girls. Tischtelefon ist gut. Warum haben wir eigentlich kein Tischtelefon? Das frage ich mich auch. Wir haben diesen Knopf hier höchstens in der Mitte. Der Herr Eden, ich habe mal so eine Mädchenfrage. Sind Sie denn noch verliebt? Ich habe nicht verstanden. Sind Sie noch verliebt, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt so eine wundervolle, steinalte Frau? Sind Sie wirklich? Ja, das interessiert mich. Interessiert es sehr. Ich bin so verliebt, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht war. Ich habe diese Dame vor 7 Jahren kennengelernt. Und wir leben jetzt schon ein Jahr zusammen in meiner Wohnung. Auch das erste Mal mit einer Dame zusammen. Und die Liebe brennt. Also sie fehlt mir jede Minute. Das jetzt ist so das erste Mal? Richtig verliebt, ja. Ich war schon oft. Es gibt noch Hoffnung. Es gibt schon die ersten Liebesanfragen für Rolf Eden. Ist ja, schon was gekommen? Rolf Eden ist gerade most wanted. Also Sie kriegen auf der 1 bei Twitter, ne? Auf jeden Fall. Trending Alle Topic. Wollen 1000 Fragen an Rolf Eden stellen. Ja, aber fragen wir gleich. Aber erstmal, okay. Es ist schon mal gut zu wissen, dass die Community glüht, Herr Eden. Die Community glüht. Das war jetzt sehr unhöflich, habe ich dich abgewürgt. Gar nichts, nö. Ist auch eine Frage, die mich interessiert. Es war aber auch voll schön, auch was er gesagt hat. Du hast mir nicht zugehört. Nee, konnte ich nicht, weil ich mich darauf konzentriert habe, die Anmoderation für die Einspielmatz von Janine Michaelsen mir im Kopf zurechtzulegen, die das bereits war. Hier ist die Anspielmatz. Die ZDF-Twitter-Expertin Janine Michaelsen hat keine Ahnung von Twitter. Diese Behauptung führe ich nicht weiter aus. Jeder, der möchte, kann einmal im Internet nachschauen, was ich damit meine. Aber von Bühnendarstellungen hat die 30-jährige Mutter einer Tochter namens Zö Ahnung. Beziehungsweise sie hat ein Diplom bei Ehrensenf, jener legendären Internetshow, in der sie der unvergessenen Katrin Bauerfeind als Präsentatorin nachfolgte und bei der sie im Übrigen auch das Moderieren erlernte. Damit wäre in etwas mehr als 140 Zeichen eigentlich schon fast alles über Janine Michaelsen gesagt. Die Bild-Zeitung meint übrigens, dass man von ihr bestimmt noch viel sehen wird. Und wenn die Bild-Zeitung das sagt, dann stimmt das auch. Ich finde, es gab nach diesem komischen Usedom-Unfall während der EM, da kannst du ja nichts für. Ne? Meinst du die ganze Veranstaltung oder nur das, was da passiert ist? Nee, nur so ist? Die Bühne und warum und die Insel da waren. Und die Menschen auf der Insel. Für Usedom selbst kannst du ja nichts. Du Nein. kannst ja nichts und dafür. Das Twittern, und das Twittern und das Twitter und das Facebook. Und das war so gemein, weil jedes Mal, wenn Shitstorm du aufgetreten bist, du hattest, ich schwöre, du hattest doch eine bessere Maskenbildnerin als die anderen. Das war so gemein. Du hattest immer deinen Auftritt und du hattest immer so mehr Sonne im Gesicht. Du warst schöner geschminkt, aber ohne schönere Haare. Und du hattest immer so eine eigene kleine Windmaschine, die dir immer so in Zeitlupe die Haare so um den Hals gewählt hat. Und alle waren in dich verliebt. Wenn man von McDonald's diese kleinen vor jeder anderen Fastfood-Kette diese kleinen... Man kann bei uns McDonald's sagen. Es gibt nur McDonald's. Okay. Das ist auch ein sehr guter Laden. Sehr gut, sehr gut. Kauft nur von McDonald's. So eine kleine Windmaschine. Nee, ich hatte tatsächlich rein technisch einfach Schwein, weil ich stand denen gegenüber. Und immer dann, wenn ich dran war, stand die Sonne mir ins Gesicht und die standen halt mit dem Rücken zur Sonne. Das war einfach nur Pech. Unsere Internet-Expertin Ines ist am Tag 12 Stunden im Internet, also ein bisschen länger als du. Gibt es schon Reaktionen von Twitter? Ronald McDonald, also @RonaldMcDonald, fragt Janine, ob du mal mit Jan ein wenig pumpen gehen würdest, weil er doch so schmächtig aussieht. Und du? Du hast wahnsinnige... Du bist echt trainiert, du hast so ein Britta-Steffens-Kreuz. Also jetzt nicht, also im besten Sinne, das ist... Bist du... Ex-Schwimmerin? Nee, ich weiß, genau. Ja, aber ist das unsensibel, wenn man das Frauen fragt? Ich glaube schon. Ein bisschen, aber mach nichts. Nee, aber du siehst, ich habe Angst vor dir. So rein. Das ist auch richtig so.
Entschuldigung, ich bin 1,20 groß, da kann man auf jeden Fall Angst haben. Das stimmt nicht, du bist über 1,20. Der Jan ist sehr, sehr unsportlich. Das macht einen total wahnsinnig, wenn andere Sport machen. Das tut mir leid. Aber du machst Sport, ne? Ja. Bei Woman Fitness oder irgendwie? Nein, ich gehe nicht so gerne ins Fitnessstudio. Laufen? Ich war mal, das habe ich, nee, laufen finde Yoga. Ich voll blöd, nein, Yoga. Auch kein Yoga. Ja, dann nee, sag doch mal was. Nee, so alles das, was so passiert. Also ich mache so eine tolle Extremsport-Sendung. Ja, bei welchem Sender? Wohl, ZDF Neo? Nein, ZDF Info. Info. ZDF Info gibt's auch? Ja, sicher. Was ist das denn für ein Scheiß? Kannst du mal kurz, gibt's ZDF Info, kannst du mal kurz gucken? Ja, Twitter das. Wie wird das geschrieben? Wie man spricht, glaube ich. Wie man spricht. ZDF. Genau. Und da muss man, da muss man so aussehen, deswegen bekomme ich Tabletten, damit sich das aufpumpt und glaubwürdig diese Sendung moderieren kann. Nein, ich war jetzt gerade in Frankreich ein bisschen Wellenreiter. Da anhalten als andere? Ja, das ist ja so, so direkt kann man es nicht sagen. Die denken natürlich, wenn du mit einem tollen Wagen da irgendwie fährst, dass du irgendein Krimineller bist. Hey komm, die denken sich geil, dass Hans Sapai, lass ihn mal anhalten. Nein, eben nicht. Nicht für Hans Sapai so ein anderes Rechtssystem gilt, so eins, wo nur Hans Sapai drin vorkommt. Also ich würde das Thema nicht runterspielen. Es ist in der Tat so witzigerweise oder schrecklicherweise, das Verwaltungsgericht Koblenz hat neulich entschieden, dass Grenzbeamte im Zug auch die Hautfarbe als Kriterium nehmen dürfen, um Menschen zu kontrollieren. Ja, das heißt also, es ist offiziell in Deutschland erlaubt, dass schwarze oder dunkelhäutige oder arabisch aussehende Menschen eher kontrolliert werden als andere. Ich finde das persönlich ganz schrecklich. Wir haben ein Grundgesetz, ich Artikel auch. 3, Gleichbehandlungsgrundsatz. Das sind diese verdachtsunabhängigen Kontrollen. Nein, das sind Grenzkontrollen, aber ich finde es... Grenzkontrollen? Ja, in Deutschland haben wir noch Grenzen? Ja, ohne Witz, wenn du mit dem Zug über Freiburg nach Basel fährst, kommen die Grenzpolizisten rein und wollen in deine Tasche gucken. Wie ist das denn? Auch und wenn du da sitzt oder er da sitzt, die werden nicht kontrolliert. Doch. Wenn der Hans da sitzt, fragen sie entweder nach dem Autogramm, wenn sie ihn kennen, oder sie kontrollieren ihn. So ist es. Ich hätte auch eine Frage. Ich bin letzte Woche von der Polizei kontrolliert worden. Ich bin mit dem Fahrrad bei Rot über die Ampel. Hab ich nicht gemerkt, der Polizist kam zu mir an. Weil du besoffen warst. Nein, das war am helllichten Tag. Und meinte, sechs Sekunden. Und ich habe gar nicht gewusst, was er will. Und dann meinte ich, ui. Und dann hat er gesagt, 6 Sekunden bei Rot. Ich habe dann nicht mehr viel gemacht. Was kann ich denn jetzt noch tun? Also er meinte, das kostet 100 Euro und einen Punkt. Und ich habe mich dann... Hast du gestanden? Sofort? Nein, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich war in Gedanken. Eigentlich habe ich nicht mehr gesagt. Ich musste meinen Ausweis rausrücken. Wie gehe ich jetzt da weiter vor? Naja, wenn er dich gesehen hat, dann ist er Zeuge. Und man weiß ja, wenn Polizisten vor Gericht aussagen, wird denen immer geglaubt. Es sei denn, du hast wirklich gute Karten und gute andere Zeugen. Aber da wirst du kaum noch was machen können. Vielleicht definieren wir dich auf, oder kannst du dich auf Fahrlässigkeit runter definieren. Dann kostet es nicht 10 Euro, sondern 5 Euro. Ganz kurzer Blick in die Community mal eben. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Ja, bei Facebook hat Amir P. passend zum Thema gerade geschrieben. Eine Frage an den mit der Glatze. Wie viel Knast kriegt man, wenn man aus Versehen jemanden abgezogen hat? Bitte antworten mit 4 Ausrufezeichen. Ja. Aus Versehen jemanden abziehen. Also Raub eigentlich. Ne? Abziehen ist ja Raub. Kinder, abziehen ist kein Kavaliersdelikt. Das mit ist Raub. Waffe aus Versehen abgezogen oder ohne Waffe? Mit Waffe oder ohne, steht da was? Nee, aber ich denke mal mit, oder? Mit, denk mal auch immer mit. Worst case. Amir P. klingt nach mit. Also angesichts der Anrede würde ich ja dazu tendieren, die Aussage zu verweigern. Aber ich bin ja schmerzfrei. Das kann schon mal ordentlich geben. Also wenn man jemanden abzieht, im klassischen Sinne Jacke weg oder Handy raus, 2-3 Jahre. Wenn man keine Vorstrafen hat, schon mal bis 5. Und wenn man natürlich einen guten Anwalt hat, gibt es noch Bewährung. Fünf? Für eine Jacke? Für eine Jacke, sicher, 5 Jahre? Klar. Dann vergewaltigt man doch lieber jemanden. Aber dann hast du immer noch keine Jacke. Da kann man hinterher immer sagen, die Frau wollte es doch. Ne? Die Jacke nur da lassen. Nur 3 Jahre oder so. Stichwort die Frau wollte es doch und Stichwort juristischer Beistand. Wir müssen ganz kurz... Hallo, mein Name ist Dieter Müller. Ich bin IT-Systemadministrator und bin 36 Jahre alt. Meine Hobbys sind Masturbieren und Heavy Metal. Und wer bist du? Ja, das waren früher noch schwierige Zeiten, als man noch nicht das Internet zu nutzen wusste. Aber mit Facebook und Co. hat das starke Geschlecht die Möglichkeit, es anders zu machen. In Ihrem persönlichen Internetprofil können Sie nur die Dinge angeben, die Sie andere auch wirklich wissen lassen wollen. So entsteht ein wesentlich besseres Bild Ihrer Persönlichkeit. Gefällt mir. Gefällt mir.
Wie alle modernen Technologien birgt das Internet allerdings auch die Gefahr des Missbrauchs. Durch sogenannte Leaks oder Malware-Attacken können Viren und Trojaner im WWW Schindluder mit ihren persönlichen Informationen treiben. Gefährliche Datenkraken oder sogenannte Googles können möglicherweise ihre persönlichen Daten an dubiose Abmahnanwälte oder die GEMA weiterverkaufen. Angstwort Identity Theft. Seien Sie also immer vorsichtig, was Sie wo schreiben. Aber keine Angst. Werden Sie Mitglied in einer modernen Gesellschaft im Internet. Loggen Sie sich im sozialen WWW ein. Denn die Zukunft ist jetzt. William Kohn? Ja? Sie sind festgenommen wegen zu viel Internetkompetenz. Auf Wiedersehen und bis bald beim nächsten Ratgeber Internet. Dann mit dem Thema Zankapfel Urheberrecht bei Kinderpornografie. Was ist erlaubt, was nicht? Bis bald im Cyberspace. Jesus. Ironie funktioniert nicht bei Gesichtsbehaarung und Sehhilfen. Herzlich willkommen zu Roche. Können das ganz viele Leute. Und ich krieg sie vom Kindergarten abgeholt. Das geht, das ist aber genauso schwer wie in jedem anderen Job, glaube ich auch. Sind nach diesem EM-Usedom-Studio ganz viele Sender auf dich zugekommen und haben gesagt, wir wollen eine Sendung mit dir machen, Nö. Glaube ich nicht. Ich habe von ganz vielen hinter den Kulissen gehört, alle flippen völlig aus, jede Produktionsfirma ist heiß. Gib denen doch mal meine Handynummer. Genau. Weil die wissen einfach nicht, wie die dich erreichen sollen. Weil die online können kein Internet, die können nicht Twitter. Ich habe eine Faxnummer. Bevor wir zu Manuel Möglich gehen, das ist total, ich habe immer so Unhöflichkeitsgefühle. Rolf Eden, wir reden auch gleich weiter mit Rolf Eden und Manuel Möglich. Wir müssen ganz kurz zur Community gehen, weil die ist auch wichtig heute. Sie erreichen uns bei R und B, ist das Hashtag. Und bei Facelinks. Genau. Ich wollte vorher fragen, kann ich auch ein bisschen Schnaps haben? Ja, bring ich dir rüber. Und Bonito TV, also @BonitoTV, fragt via Twitter: Hey Janine, Fail sagt man nicht mehr. Hast du nichts gelernt? Nee, gar nicht. Hashtag Fail. Oh, das bist du so 2 years ago, ne? Ich bin echt ganz schön oldschool. Deswegen finde ich auch dieses Twitter-Expertin so geil oder Internet-Expertin. Ja. Aber was soll man denn sonst sagen, wenn man Fernsehredakteur beim ZDF ist? Wie nennen wir denn diese junge Kollegin, die mit diesen ganzen Flimmermonitoren da zu tun hat? Keine Ahnung. Nennen wir sie Twitter-Expertin? Weiß ich nicht. Muss man das immer alles benennen? Das ist auch totaler Käse. Also ich habe das ja nicht erfunden und ich verstehe das auch nicht gänzlich. Ich versuche nur, ich habe einen Twitter-Feed vorgelesen. Mein Gott. Aber es ist so eine Welt, wo man wirklich viel falsch machen kann, offensichtlich. Ja, aber es ist auch so eine Welt, wo jeder denkt, er macht AIDS-Forschung und flippt völlig aus, wenn man einen Fake-Account zitiert. Also irgendwo ist auch ein Punkt. Manuel Möglich ist der einzige Journalist in der Runde und der einzige, der überhaupt in der Lage wäre, schlauere Fragen zu stellen als alle anderen hier. Und ich finde es ganz beschämend für mich und für Charlotte, dass der Einspielfilm von Manuel Möglich erst jetzt nach 53 Minuten kommt. Aber er kommt dafür jetzt. Ist Manuel Möglich? Keine Witze über Namen, William, die sind wirklich unmöglich. Also, Manuel Möglich, langjähriger Facebook-Freund von Jan und seit kurzem geil blinkender Punkt auf Charlottes Sexualradar, trägt schlimme Tattoos auf seinen spaddeligen Oberarmen, sieht edgy aus und sieht aus wie jemand aus Berlin. Kein Wunder, denn dort lebt der beim Radio und der Musikpresse ausgebildete, sehr gute ZDF-Neo-Reporter und sympathisch kompetente Präsentator der Reportagereihe Wild Germany. Natürlich. Ob Schwulenclub, Schlagerwelt, Porno, Hackerszene, der im hessischen Weilburg geborene, studierte Kulturwissenschaftler Manuel Möglich nimmt uns mit auf seine bizarr informative Deutschlandreise. Journalistisch vorbildlich, Fernsehpreis nominiert und vorzüglich von den Freunden des Weiß-Netzwerks in Szene gesetzt.
Manuel Möglich ist der Repraken oder sogenannte Googles, können möglicherweise ihre persönlichen Daten an dubiose Abmahnanwälte oder die GEMA weiterverkaufen. Angstwort Identity Theft. Seien Sie also immer vorsichtig, was Sie wo schreiben. Aber keine Angst. Werden Sie Mitglied in einer modernen Gesellschaft im Internet, loggen Sie sich im sozialen WWW ein. Denn die Zukunft ist jetzt. William Kohn? Ja? Sie sind festgenommen wegen zu viel Internetkompetenz. Auf Wiedersehen und bis bald beim nächsten Ratgeber Internet. Dann mit dem Thema Zankapfel Urheberrecht bei Kinderpornografie. Was ist erlaubt, was nicht? Bis bald im Cyberspace. Jesus. Ironie funktioniert nicht bei Gesichtsbehaarung und Sehhilfen. Herzlich willkommen zu Rausch und Böhmermann. Ist auch meine Meinung. Jetzt geht's aber richtig los. Jetzt? Müssen wir eigentlich aus dem Bild rausgehen? Ja. Ja. Hallo, schön, dass Sie alle da sind bei ZDF Kultur und im Internet. Wir haben heute eine ganz besonders tolle Sendung vorbereitet, lieber Cyberspaces da draußen. Eine ganz tolle multimediale Internetsendung, weil wir absolut inkompetent sind. Was das angeht, haben wir uns ein bisschen Hilfe geholt. Einen warmen Applaus für unsere Assistentin heute Abend, die bezaubernde Ines! Ines! Ines alles genau heute mit uns vorhat, stellen wir unsere Gäste hier am Tisch vor. Der erste Gast, dem habe ich tatsächlich die Frisur nachgemacht, ist mir gerade aufgefallen. Und er knallt nur jüngere Leute. Rolf Eden. Danke, danke. Unsere zweite Gästin ist die einzige Frau im gesamten ZDF, die sich mit Internet wenigstens ein bisschen auskennt. Das war Grund genug, sie einzuladen. Janine Michaelsen von Ihnen. Also ich weiß nicht, was Sie sich versprechen, aber Geld gibt es bei mir nicht. Ich nehme Geld, aber geben tue ich keins. Ah, Sie schlafen mit Frauen gegen Geld? Nein, das sollte nur Spaß sein. Haben Sie denn irgendwie so eine gute Masche, die immer funktioniert bei Frauen? Ja, also meine Masche ist, kann man nicht sagen, immer dieselbe. Ist immer, ich muss mich natürlich ein bisschen anpassen. Ich hatte gerade jetzt eine kleine Geschichte mit einer Dame. Das Sie jetzt hier Backstage, oder was? Nein. Wer war das? Hanna oder Sarah? Eine von beiden. Wir hatten den Blick, also es war da einfach nichts. Ja, nee. Hier war ich noch ganz artig, ist nichts passiert. Aber ganz ehrlich, Herr Eden, wenn Sie mir die Geschichte erzählen würden, dass Sie als junger Mann, als Soldat bei den Israelis unter Yitzhak Rabin gekämpft haben, dann hätten Sie mich eigentlich auch schon so gut wie im Kasten. Warum benutzen Sie das als Masche, um Frauen rumzukriegen? Nein. Oder das sind das eher Frauen, die das weniger interessiert? Erstens weniger interessiert, außerdem ist das so lange her, dass die meisten Kinder von heute, die heute 17, 18 oder 20 oder 25, die wissen das gar nicht mehr, wer Rabin war. Und dass da 1948 dieser Krieg war zwischen Israel und den Nachbarländern. Nee, das würde ich heute gar nicht mehr in irgendeiner Weise auf den Tisch bringen. Nein, es ist ganz moderne Sachen wie gnädige Frau, darf ich Sie im Rolls-Royce spazieren fahren? Aha, guck mal an. Ja, aber das hilft. Ja. Okay, aber beim ersten Mal, wie da hattest du noch kein Rolls-Royce, oder? Wann denn? Beim allerersten Mal? Nein, da war ich 14 oder 15. Da hatte ich gar nichts, außer meinen Charme. Lassen die Sie denn? Der war noch unbehaart. Lassen die Sie denn rein in die Locations? Also ich stelle mir vor, Sie kommen da jetzt in eine Diskothek. Gibt es da keine Altersbeschränkung nach oben? Ist doch Rolf Eden. Überall, aber ich bin so bekannt in Berlin. Das ist der Vorteil.
Vorteil. Das ist gar kein Problem. Ja. Außerdem hatte ich ja selbst 6 Betriebe alle am Kurfürstendamm. Ich hatte in Berlin 30 Jahre einen Playboy-Club, ein wunderschöner Club mit Swimmingpool und mit Tischtelefon und viele andere und Go-Go-Girls. Tischtelefon ist gut. Warum haben wir eigentlich kein Tischtelefon? Das frage ich mich auch. Wir haben diesen Knopf hier höchstens in der Mitte. Der Herr Eden, ich habe mal so eine Mädchenfrage. Sind Sie denn noch verliebt? Ich habe nicht verstanden. Sind Sie noch verliebt, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt so eine wundervolle, steinalte Frau? Sind Sie wirklich? Ja, das interessiert mich, interessiert es sehr. Ich bin so verliebt, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht war. Ich habe diese Dame vor 7 Jahren kennengelernt. Und wir leben jetzt schon ein Jahr zusammen in meiner Wohnung, auch das erste Mal mit einer Dame zusammen. Und die Liebe brennt, also sie fehlt mir jede Minute. Das jetzt ist so das fantastisch. Erste Mal? Richtig verliebt, ja. Ich war schon oft. Es gibt noch Hoffnung. Herr Ines, gibt es schon die ersten Liebesanfragen für Rolf Eden? Ist ja, schon was gekommen? Rolf Eden ist gerade Aber auch die Geste finde ich super. Aber muss nicht im Swingerclub sein, wir können gleich nach Hause gehen. Ich dachte, Sie sind verliebt, Mann. Jetzt zerstören Sie mal nicht mein Bild. Verliebt und Sex sind zwei verschiedene Sachen bei mir. Richtig. Ja, ist so. Ist so. Ich würde mit Charlotte. Wirklich? Ja. Charlotte, würdest du mit Janine? Ja, aber nur, wenn du zuguckst, Jan. Aber Swingerclub heißt ja auch, alle sind dabei, oder nicht? Vetter? Ich glaube, ich würde auch, rechts von mir präferieren, aber zur Not würde ich auch meine metrosexuelle Neigung durchbringen und mit dem ZDF-Reporter. Wow. Da stehe ich zu. Vielleicht währenddessen irgendwie so direkt eine neue Folge. Hier ist man Mensch, Folge. Hier darf man sein. Endlich entdeckt man sich. Ja, und dabei eine neue Folge von... aber ich habe das nur gesagt, weil ich ja weiß, dass er tierisch Angst hat. Weil also, Sie könnten so juristische Kniffe anwenden, genau. Die irgendwie so ganz andere Orgasmen ermöglichen würden. Alles kann, nichts muss. Hans Sabay, mit wem... Ja, ich muss jetzt wählen, oder? Du kannst ja, mal nicht ganz kurz. Du kannst ein Statement als Fußballer setzen, dass du der Erste, also du bist natürlich heterosexuell, aber du könntest sagen, du willst mit einem Mann schlafen. Nee, ich will mit keinem Mann schlafen. Ja, du musst, nein, und nein. Und wenn, dann würde ich, ich würde beide nehmen. Ja. Ich will mit keinem Mann, aber wenn, dann beide Frauen. Beide Frauen. Mann ist Hans Sapa ist zu viel für eine Frau. Ist ein Diplomat. One woman can't handle Hans Sapa. Sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder was? Ines, ganz kurzes Schlussfazit von den Leuten da draußen im Netz. Vielleicht was Positives. Ja, also die meisten sind wirklich total begeistert. Ich glaube jetzt auch gerade nach der Swinger-Sache... Kam gut an. Sex sells, ne, auch im Sex Netz. Sex sells, auf jeden Fall. Also, wenn Sie im Netz noch Bock auf Sex haben, youporn.com. Es gibt noch, was gibt's noch, Hans? Gibt noch YouJizz, habe ich letztens gesagt. Was? YouJizz heißt das. YouJizz gibt's noch. Cliddy.com. Cliddy.com. Charlotte? Andrew Blake-Ausschnitte angucken. Udo Vetter? Videobox.com. Und Sie, Herr Eden? Rolf Eden. .com. Das war unsere Sendung. Ich finde, das Internet hat heute, das war eine gute multimediale interaktive Sendung, Charlotte. Ja, fand ich auch. Ich kann das mit dem Internet ja nicht so einschätzen. Du bist da ja eher drin. Ich glaube, da ist ein Hype. Also, ein Shit-Hype. Klar. Hypestorm. Ich hab das Internet sehr genervt und die Einspieler haben mich sehr gefreut. Du kriegst hinterher bei Twitter, gehen die Leute mit dir so um, als ob du gerade vor laufender Kamera ein Kind gegessen hättest. Oder das stimmt. Oder versehentlich den Facebook-Account von Bonito TV mit dem echten von Harald Schmidt verwechselt. Genau, das ist nämlich ungefähr das gleiche wie Kinder vor der Kamera essen. Du hast danach, das gab ja so ein... Das war übrigens ein Twitter-Account, Mann, du Fail. Hab ich Facebook gesagt? Ja, echt, das war ganz schön. Das ist, weil es in meinem Kopf nur das Internet gibt. Ich bin froh, dass ich Twitter und Facebook überhaupt auseinanderhalten kann. Du hast danach ein langes Interview der Bild-Zeitung gegeben. Bereust du das im Nachhinein? Nee, habe ich nicht. Doch, ich habe es gelesen. Ja, das ist nicht so lang, Gott sei Dank. Ein kurzes Interview. Soll ich, muss ich das sagen? Ja, das tut mir, also ja, es tut mir tatsächlich furchtbar leid. Jeder muss hier sich erklären, ja. Damit der Bild Moment, erklärt. Wolltest du gerade der Frage ausweichen, indem du quasi die Frage abgelehnt hast, nein, ich habe kein langes Interview gegeben, sondern ein kurzes Interview. Das war gerade dein Trick, um der Frage auszuweichen, total du geil, miese Schlampe.
Das war echt ganz schön dreist. War geil, also, oder? Warum hast du der Bild-Zeitung ein Interview gegeben? Ach, weißt du, du sitzt da, guck mal, ich bin so ein kleines, ich mach so Internetkrams, ja? Und dann kommt auf einmal der große Papa ZDF und sagt, wir möchten total gerne Internet bei der EM. Und dann sitzt du da und machst abends, stehst du auf der Bühne und versuchst Olli Kahn irgendwie in drei Worten zu erklären, wie das mit diesem Twitter eigentlich funktioniert. Der hat dir das Leben wirklich schwer gemacht, muss man das sagen. Nennen wir Juristen einen untauglichen Versuch. Und dann, erzählt dir da irgendwie parallel jemand auf dem Ohr, wie schnell du das jetzt machen musst, damit das alles noch hinhaut. Auf jeden Fall machst du auf einmal eine Seite auf und dann klingelt in deinem Kopf irgendwas nach von wegen, da war was, scheißegal, komm, machst du jetzt einfach. Drei blöde Sprüche, gehst hinter von der Bühne, denkst, war irgendwie nicht so geil. Aber Mai, was habe ich gemacht? Ich habe einen Fake-Account zitiert, da wird ja nicht die Welt von untergehen. Ja, und dann machst du den Rechner an und dann denkst du, die Welt geht wirklich unter. Und dann sagen alle Menschen um dich rum, ja, also entweder du sagst da jetzt was zu oder alle anderen schreiben, was sie wollen. Und dann hast du gesagt, die einzige Möglichkeit, da was zu sagen, ist Ich habe ja ganz viele andere Sachen vorher zu anderen Leuten gesagt, aber das liest sich ja keiner. Du liest halt nur die Bild-Zeitung. Absolut. Du liest halt nicht die anderen wichtigen Blätter, die sich da stundenlang im Feuilleton mit mir auseinandergesetzt haben. Wie zum Beispiel Use Doma die Welt online. Aber bist du denn jetzt sozusagen auch für die Bild-Angelegenheit genug kritisiert worden, dass du das bitte nie wieder machst? Nee, ich bin erstaunlicherweise gar nicht nachlegen. Nee, ich bin erstaunlicherweise, also ich habe mich selber ganz übel in die Kritik dafür genommen. Ich bin erstaunlicherweise von einem sehr guten Freund dafür hart aufs Brett geschnallt worden und ausgepeitscht quasi verbal. Mit Recht auch. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als diese Mehmet-Scholl-Geschichte da oben ganz oben drüber stand. Und ich habe das Ding ja vorher auch noch redigiert. Das war wirklich mal lang, aber da stand ganz schön viel Quatsch drin. Und den konnte ich noch rausstreichen, weil ein bisschen Quatsch ist übrig geblieben. Und am Ende des Tages muss ich sagen, ja, schade, habe ich halt mal gemacht. Irgendwie doof, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber machst du das denn dann nie wieder? Was soll ich denn dann nochmal machen? Ich habe ja schon mal mit mit der Bild sprechen. Ich schwöre auf meine, ach, ist das schön, auf die Zö, ich werde nie wieder mit der Bild-Zeitung sprechen. Schön. Du bist junge Mutter, ne? Du sagst jetzt jung, das finde ich schön. Danke. Ja, junge Mutter, also du bist eine junge Mutter. Also in den Verhältnissen, in denen wir jetzt leben, eine junge Mutter. Die Reaktionen darauf, fordern schon Menschen, dass die Sendung abgesetzt wird oder der Sender gesprengt? Nein, ganz im Gegenteil. Also hier ist eine ganz liebevolle Twitter-Meldung gerade reingekommen, ja. Also eine Frage. @steinbach_erika fragt, stellt euch vor, ihr seid alle zusammen im Swingerclub. Welchen Partner würdet ihr wählen aus der Runde? Ja, bei mir ist das ja ganz einfach. Ja, also ich würde Charlotte oder Janine oder Hans. Das muss ich schon festlegen. Aber jetzt nur Interesse halber. Also wirklich, weil ich glaube, das wäre, wenn man mit Hans Sapai schläft, ist das wie, da hört der Orgasmus niemals auf. Ein Mann schläft nicht mit Hans Sapai. Punkt. Herr Eden, mit wem würden Sie aus dieser Runde Geschlechtsverkehr haben wollen in einem Swingerclub? Aber auch die Geste finde ich super. Aber muss nicht im Swingerclub sein, wir können gleich nach Hause gehen. Ich dachte, Sie sind verliebt, Mann, jetzt zerstören Sie mal nicht mein Bild. Verliebt und Sex sind zwei verschiedene Sachen bei mir. Richtig! Ja, ist so. Ich würde mit Charlotte. Wirklich? Ja. Charlotte, würdest du mit Janine? Ja, aber nur, wenn du zuguckst, Jan. Aber Swingerclub heißt ja auch, alle sind dabei, oder nicht? Vetter? Ich glaube, ich würde auch rechts von mir präferieren, aber zur Not würde ich auch meine metrosexuelle Neigung durchbringen und mit dem ZDF-Reporter. Wow. Da stehe ich zu. Vielleicht währenddessen irgendwie so direkt eine neue Folge. Hier ist man Mensch, hier darf man sein. Endlich entdeckt man sich. Ja, und dabei eine neue Folge von... Aber ich habe das nur gesagt, weil ich ja weiß, dass er tierisch Angst hat. Weil also, Sie könnten so juristische Kniffe anwenden, genau, die irgendwie so ganz andere Orgasmen ermöglichen würden. Alles kann, nichts muss. Hans Sapai, mit wem... Ja, ich muss jetzt wählen, oder? Du kannst mal ganz kurz. Du kannst ein Statement als Fußballer setzen, dass du der erste, also du bist natürlich heterosexuell, aber du könntest sagen, du willst mit einem Mann schlafen. Nee, ich will mit keinem Mann schlafen. Ja, du musst, nein. Und nein. Wenn, dann würde ich, ich würde beide nehmen. Ja. Ich will mit keinem Mann, aber wenn, dann beide Frauen. Beide Frauen. Mann ist Hans Sapai ist zu viel für eine Frau. Ist ein Diplomat. One woman can't handle Hans Sapai. Sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder was? Ines, ganz kurzes Schlussfazit von den Leuten da draußen im Netz. Vielleicht was Positives. Ja, also die meisten sind wirklich total begeistert. Ich glaube jetzt auch gerade nach der Swinger-Sache... Kam gut an. Sex sells, ne, auch im Netz. Sex sells, auf jeden Fall. Also, wenn Sie im Netz noch Bock auf Sex haben, youporn.com. Es gibt noch, was gibt's noch, Hans?
Gibt noch You Jizz, habe ich letztens gehört. Was, eine Jacke für 5 Jahre? Klar. Nö, dann vergewaltigt man doch lieber jemanden. Aber dann hast du immer noch keine Jacke. Da kann man, immerhin, da kann man hinterher immer sagen, die Frau wollte es doch. Ne? Du musst die Jacke nur da lassen. Noch 3 Jahre oder so. Stichwort die Frau wollte es doch und Stichwort juristischer Beistand. Wir müssen ganz kurz überhaupt erklären, wer ist denn der Mann mit der Glatze, wie Amir P. gerade so despektierlich gesagt hat. Es handelt sich um Udo Vetter und dieser Einspielfilm wird ihn uns näher bringen. Jura ist das Studienfach für vollrasierte Bumsmäuse aus reichem Elternhaus, die gut auswendig lernen können und leicht nerdige Idealisten. Obgleich Udo Vetter auf dem Kopf zwar ein wenig nach Vollrasur aussieht, zählt der 1964 geborene Rechtsanwalt wohl eher zur zweiten Juristenkaste. Seit 2003 schreibt der ehemalige FDP-Stammwähler und neuerliche Pirat seinen Law-Blog. Ein Blog, in dem sich der Mann ohne nennenswerte Hobbys regelmäßig ironisch, unterhaltsam, aber präzise mit kuriosen oder bemerkenswerten Geschichten aus dem deutschen Justizalltag auseinandersetzt. Der nebenberufliche Vetterer Udo Twitter rät in Vorträgen davon ab, mit der Polizei zu reden. 2012 veröffentlicht Strafverteidiger und Dozent Udo Vetter sein Buch »Alles, was Unrecht ist – Eine Gebrauchsanweisung für die deutsche Justiz«. Was Udo Vetter so privat macht, wissen wir nicht. Aber wir ahnen, dass der leicht unbequeme Udo Vetter nicht gerade mit übermäßiger Kulanz bei Polizei und Justiz rechnen sollte, wenn er eines Tages mal mit ein paar Sechserträgern Altbier zu viel in der Blutbahn aus dem Düsseldorfer Stadtverkehr gefischt wird. Oder Udo Vetter? Bei der Vorbereitung für diese Sendung ganz viel auf YouTube ihre Vorträge angeguckt, wo sie in so Hörsälen für Studenten und so Vorträge halten. Und ich habe gedacht, ich flippe aus, dass der Typ so ganz witzig erklärt, wie Betrunkene, die ja offensichtlich auch gefahren sind, witzig mit der Polizei umgehen. Und wie man Leuten die Rechte stärkt, die gerade besoffen gefahren sind. Ja. Und ich fand das eben überhaupt nicht lustig, dass man denen sagt, redet nicht mit der Polizei oder ihr müsst nicht in das Röhrchen blasen. Ja, wenn ich das jetzt nicht witzig finden würde, hätte ich den Job nicht gemacht. Das ist mein Beruf, das den Leuten zu erklären. Ja. Und zwar im Alltag, also wenn jemand zu mir kommt, wie er, wenn er bei Rot über die Ampel gefahren ist und mich fragt, wie komme ich aus der Sache raus? Das ist mein Job, ihm das zu sagen, nämlich seine Verfahrensrechte wahrzunehmen. Und ich nehme mir halt auch das Recht, das öffentlich zu sagen, weil ich kämpfe auch ein bisschen, ich habe es vorhin schon gesagt, gegen den deutschen Fernsehkrimi, ja, wo alle Zeugen immer sofort Auskunft geben. Wir ja eigentlich auch. Wo die Beschuldigten sagen, hallo, ich war's, in der letzten Minute natürlich immer. Aber das ist natürlich aus Sicht eines Beschuldigten nicht unbedingt. Du guckst, Jan. Aber Swingerclub heißt ja auch, alle sind dabei, oder nicht? Herr Vetter? Ich glaube, ich würde auch, rechts von mir präferieren, aber zur Not würde ich auch meine metrosexuelle Neigung durchbringen und mit dem ZDF-Reporter. Wow. Da stehe ich zu. Vielleicht währenddessen irgendwie so direkt eine neue Folge. Hier ist man Mensch, hier darf man sein. Endlich entdeckt man sich. Ja, und dabei eine neue Folge von... aber ich habe das nur gesagt, weil ich ja weiß, dass er tierisch Angst hat. Weil also, sie könnten so juristische Kniffe anwenden, die irgendwie so ganz andere Orgasmen ermöglichen würden. Alles kann, nichts muss. Hans Sabay, mit wem... Ja, ich muss jetzt wählen, oder? Du kannst mal ganz kurz. Du kannst ein Statement als Fußballer setzen, dass du der erste, also du bist natürlich heterosexuell, aber du könntest sagen, du willst mit einem Mann schlafen. Nee, ich will mit keinem Mann schlafen. Ja, du musst, nein. Und wenn, dann würde ich, ich würde beide nehmen. Ja. Ich will mit keinem Mann, aber wenn, dann beide Frauen. Beide Frauen. Mann ist Hans Sabay ist zu viel für eine Frau. Ist ein Diplomat. One woman can't handle Hans Sabay. Sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder was? Ines, ganz kurzes Schlussfazit von den Leuten da draußen im Netz. Vielleicht was Positives. Ja, also die meisten sind wirklich total begeistert. Ich glaube jetzt auch gerade nach der Swinger-Sache... Kam gut an. Sex sells, ne, auch im Netz. Sex sells, auf jeden Fall. Also, wenn Sie im Netz noch Bock auf Sex haben, youporn.com. Es gibt noch, was gibt's noch, Hans? Gibt noch YouJizz, habe ich letztens gehört. Was? YouJizz heißt das. YouJizz gibt's noch. Cliddy.com. Cliddy.com. Charlotte? Andrew Blake-Ausschnitte angucken. Udo Vetter? Videobox.com. Und Sie, Herr Eden? Rolf Eden. Eden. Das war unsere Sendung. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.
das Internet hat heute, das war eine gute multimediale interaktive Sendung, Charlotte. Ja, finde ich auch. Ich kann das mit dem Internet ja nicht so einschätzen. Du bist da ja eher drin. Ich glaube, da ist ein Hype. Also, ein Shit-Hype. Klar. Hype-Storm. Ich habe das Internet sehr genervt. Die Einspieler haben mich sehr gefreut. Du hast mich auf mein neues Outfit gar nicht angesprochen. Warum hast du ein Schnurrbart und eine Brille? Aus Scheiß. Nee, war doch rund. Ich hab mich auch nicht getraut, dann bei der Janine Michaelsen irgendwas mit der Bildzeitung. Nee, aber Janine Michaelsen war... Wenn jemand dann sofort sagt, ich mach das nie wieder und es war ein Fehler, dann war's das. Janine Michaelsen.